Herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 16. Wir nehmen auf am 1. November und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel, zugeschaltet aus Berlin. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Genau, das hätte ich vielleicht auch noch erwähnen sollen. Mein Name ist Gunnar Schmid. geht schon mal super los. Aber wir fangen nicht nochmal von vorne an. Wir ziehen das jetzt knallhart durch. Denn zugeschaltet aus dem fernen Wiesbaden-Kolheck ist außerdem noch Michael Weberer. Hallo Micha. Gute Gunnar, Servus Sonja. So, da sind wir wieder in kompletter Runde. Genau, ich habe es gerade schon angeteasert. Sonja ist in Berlin. Was machst du da? Du bist nur zum Fußball dort. Ich bin nicht nur zum Fußball dort, man glaubt es kaum, aber ich bin auf einem zweitägigen Seminar Okay. zum Thema Podcasting. Das heißt, ich kann dann ab der nächsten Folge kann ich dann immer schön den Finger heben und sagen, ja, da haben wir wieder Scheiße gemacht und so. Ah, dann wird das endlich mal Ich professionell jetzt ab dem nächsten Mal mache vielleicht. das nur, um euch dann korrigieren zu können, also aus reiner Boshaftigkeit. Was heißt zu korrigieren? Du kannst dann das nächste Mal die Aufnahmen machen. Da muss ich mich nicht mehr mit dem Kram hier rumärgern. Tja. Ja, So haben genau. wir das aber nicht besprochen, gell? Noch nicht, aber das wird jetzt live hier vor Millionen Publikum, kriegst du das jetzt quasi ab. Ja, aber ich bin mal sehr gespannt, was du Mein letztes da. Mal, Leute, oh mein Gott. Ja, gut, ab demnächst hast du dann deinen eigenen Podcast. Ja, nee, ich bin sehr gespannt, was du da für Erkenntnisse gewinnst. Und ob wir da vielleicht das irgendwie nutzbringend dann einsetzen können, das neu erworbene Wissen. Ja, genau, aber heute ist ja Mittwochabend, morgen ist Europa League, gehst du ins Olympiastadion? Ja gut, bietet sich irgendwie an. Also das Seminar ist dann morgen Nachmittag durch. Mhm. Und ich bleibe auch noch den Freitag, damit ich am Samstag über Magdeburg heimfahren kann. Da Sehr werden wir gut. gleich sagen, warum. Ja. Und da muss ich mich natürlich auch irgendwie noch beschäftigen. Ja. Und ja gut, warum dann nicht mal so einen traurigen Europapokalabend mit der Hertha? Also es kann ja nicht immer alles nur ausverkauft und schön und Party sein. Genau. Kann man auch mal zur Hertha gehen. Hast du dann einen ganzen Block für dich alleine? So stelle ich es mir vor. Also ich bin sehr enttäuscht, wenn es nicht so ist. Da werde ich vielleicht tatsächlich mal einschalten und mal gucken, ob die Kamera mal irgendwo so über den Oberrang schwenkt und ob dann da einsam ein SVW in Schal irgendwo da sitzt. Wir bräuchten doch so niemals erste Liga-Plakate, das sich dann so aufhängt oder so. Ja, Aber wahrscheinlich sieht man mich auch ohne Plakat, ja. Hashtag NEL, genau. Ja. Ja. Hättest natürlich dann ungefähr genauso viele Zuschauer morgen, wie wir wahrscheinlich jetzt hier Zuhörer haben. Gut, genug geätzt gegen die arme Hertha. Sie kann ja auch nichts dafür. Ja, sie wäre ja auch kein attraktiver, ne? Genau. Wie das so ist bei alten Damen. So, so für, wie sagt man, das hat sie dann mit dem SVW dann gemeinsam irgendwie, ne? Ja, das hat sie mit vielen gemeinsam, Ja, vielen Fußballvereinen. auch wieder war, genau. Ja. Wenn wir schon gerade dabei sind, wo du gerade unterwegs bist, hast du denn auch seit der letzten Folge wieder irgendwelche Grounds abgeklappert? Ja, auch wenn es jetzt gar nicht so lange her ist, dass wir aufgenommen haben, Hm. aber ich war vor allem in Stadtallendorf. In Stadtallendorf. Das war mir deswegen wichtig, weil das der einzige Ground war, der mir jetzt noch in der Regionalliga Südwest gefehlt hat. Das heißt, die habe ich jetzt endlich wieder komplett, weil es ist ja ein Aufsteiger. Wollte gerade sagen, Und Stadtallendorf spielt Regionalliga, das habe ich gar nicht mitgekriegt. ja, kannst du Okay. mal sehen. Aber auf jeden Fall war das Spiel war im Hessenpokal, der ja auch immer interessant ist, auch wenn das glaube ich, so der Zweig ist, auf den wir erst im Finale treffen können. Genau. Und Kassel hat das Ding im Elfmeterschießen gewonnen. Also es ging dann auch noch relativ lang und wurde relativ spannend. Und war natürlich auch gut was los. Das war ja dann ein Regionalliga-Derby, wenn man schon fast, kann man fast sagen, ne? Wenn man das Wort Derby gerne Ja. inflationär benutzt, kann man das so sagen, ja. Naja gut, ich meine, sind wahrscheinlich die beiden nächstgelegenen Teams in der Ecke, ne? Oder die beiden nordöstlichsten Teams der Regionalliga Südwest, würde ich mal behaupten. Ja, vermutlich. Ich glaube, es war ja Baunatal auch mal eine Zeit lang mit dabei. Die sind es jetzt gerade Ja, nicht aber mehr. aktuell nicht, ne? Aktuell Genau. nicht, Und ne? Kassel und Ja. Stadtallendorf ist auch da, so in Osthessen. Ja, Da war ich vor eigentlich vielen nicht so Jahren mal weit auf dem voneinander weg, ne? Hessentag. Ja, auch schön. Nee, eigentlich nicht, aber. Okay. Genau, sonst war ich nur noch bei der U23 von Mainz 05, die gegen die U23 von Freiburg gespielt haben, am Tag nach unserem Schalke-Spiel, Mittwochmittag um 14 Uhr.
Also hatte ich auch das Profi-Stadion fast für mich. Die spielen Mittwoch nachmittags um 14 Uhr. Die wollen, ja, das war die so wollen nicht, dass so da jemand kommt, oder? Das war so ein Freiberufler-Treff. Ja. Ja, okay. Ja, okay. Ja, aber es ist ja auch ein Spiel, da kommt ja auch sonst keiner. Also das, wenn du das an einem Samstag irgendwie um die Zeit machst, dann sind die alle, die es halbwegs interessiert, sind dann bei den ersten Mannschaften. Also so viel mehr Zuschauer kriegst du da auch nicht. Ja, gut. Mir hat ganz gut reingepasst und deswegen war okay. Gut. Der Rest sind die SVW-Spiele, über die wir gleich noch nach und nach reden, denke ich mal. Genau. Ich habe sonst auch nichts anzubieten. Micha, warst du irgendwo unterwegs? Hast du Groundhopping-Erlebnisse? Ich war unterwegs, weshalb ich ja letzte Folge auch nicht dabei war. Mhm. Da waren wir in Belgien, allerdings habe ich das nicht fußballmäßig geplant und dann hat sich auch leider kurzfristig nichts ergeben. Und ja, aber ich habe mir ein Headset gekauft, was die Aufnahmequalität verbessern sollte. Verbessern sollte, ja. Ich höre dich noch so ein bisschen ploppen. Vielleicht hast du das Mikro ein kleines bisschen zu nah am Mund. Aber das kann sein. Ich finde für die Atmo, wir sollten ab und zu mal so schreiende Kinder einspielen. Vielleicht lege ich mir die auf Soundboard, genau. Ich höre die ganz, ganz nach Bedarf. Wenn's dann die fehlen mir jetzt schon eigentlich. Ja. 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 Gut, dann sprechen wir doch mal ein bisschen über den SVW. Da ist ja ein bisschen was passiert seit der letzten Aufnahme, auch wenn es noch nicht so lange her ist, aber wir hatten 3 Spiele und haben eine ganze Menge Tore zu berichten, falls man das noch nicht mitbekommen hat. Es ging los mit einem Auswärtsspiel in Würzburg bei den Würzburger Kickers am vorletzten Samstag. Nee, du warst im Urlaub, Micha, ne? Sonst wärst du wahrscheinlich auch da mit den Original mitgefahren, ne? Ja, genau, das war das ein bisschen Ärgerliche an der Geschichte. Da sind ja tatsächlich 4 Busse hingefahren. Mhm. Also die W-Originale. Und mein Auto. Der Club 26, die ja immer fahren, je nachdem, aber diesmal auch mit einem Bus. Mhm. Der Kids Club war da. Okay. Und die Supremos haben, glaube ich, auch einen Bus gemacht, ja. Ja. Ja, es ist jetzt auch das nächstgelegene Auswärtsspiel, hat man schon mal festgestellt, ne? Diese genau. Saison. Ja. Ja. Okay. Ja, und das hat sich ja gelohnt für die diesmal recht zahlreichen Auswärtsfahrer. Denn es gab ein erstaunlich hohes, also für mich zumindest erstaunlich hohes 15-0. Ich hatte eigentlich nicht erwartet, also gehofft natürlich, dass wir gewinnen, klar, aber dass es so deutlich wird. Aber es sah auch eigentlich, wenn man das Spiel anschaut, nicht unbedingt danach aus, nach einem 5-0. Oder? Überhaupt nicht eigentlich. Also selbst, also das eigentlich nach dem 1-0 war ich mir immer noch nicht sicher, dass es irgendwie was wird. Genau, ja, also Würzburg hatte viele Chancen. Das heißt auch, wir hatten hinten irgendwie so ein paar Wackler, dass die oft durchgekommen sind, oft im Strafraum waren. Ja. Die haben halt lauter Fahrkarten geschossen. Also die hatten echt Chancen, die sie hätten nutzen müssen, teilweise auch. Die haben die nicht genutzt, dann sind wir mit einem glücklichen 1-0 in die Pause gegangen. Und da war ich mir immer, ich dachte immer, okay, die kriegen diese Chancen und wenn die mal einen davon reinmachen, dann schießen die sich vielleicht irgendwie so aus der Krise raus, in der die ja da auch schon waren. Absolut. Erst so mit dem 3-0 dann richtig sicher und gut, dann war halt auch irgendwie jeder Schuss von uns drin. Aber es sah wirklich sehr lange nicht nach so einem deutlichen Sieg aus. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich auch genau der Grund, warum die da eben unten drin stecken, weil die haben halt wirklich eine Menge verballert. Also da gut, ja. Ein paar Mal hat Kolke auch gut gehalten, so 2-3 Mal, meine ich. Aber der war halt auch vieles, das ging einfach danach haben die auch das Tor vorbei nicht mehr getroffen. Und sonst ja. Wie, ja, genau. Ja, also und, ich hatte fast den Eindruck, dass die, nachdem Kolke da irgendwie so 2-3 so rausgefischt hatte, haben die einfach nicht mehr auf ihn geschossen und haben irgendwie versucht, den noch geiler zu zielen, damit er irgendwie reingeht. Und dann sind die alle sonst wo in die Luft geflogen und halt überhaupt nicht mehr aufs Tor gegangen. Ja, ja. Ja, und dann waren wir natürlich da gnadenlos effizient bei ruhenden Bällen. Das erste war schon nach einer Ecke. Das war, glaube ich, einfach... Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Seite da der Ball jetzt kam oder beziehungsweise wer den ausgeführt hat, aber direkt... Minzel. War es von Minzel, war es von links, ne? Ja. Und Mockenhaupt läuft schön ein, kommt mit Schwung da rein, Kopfballtor.
relativ simpel, Macht er aber. endlich macht er ein Tor. Ja, nachdem man ja in unsere Folge im Januar damals, als er gerade neu verpflichtet war und nach dem ersten Testspiel haben wir doch gleich mal angequatscht. Und da hast du ihn doch noch gefragt. Um eine Anzeige betteln, wie viele Tore er macht. Genau, hast doch gleich nach einer Quote gefragt, die er sich vorgenommen hat. Und jetzt macht er endlich mal sein erstes Tor. Das war gut. Ja, jetzt war der Druck weg, ne? So nach der ersten Halbserie, die er hier gespielt hat. Ja. Der Druck, Tore machen zu müssen, den ich ihm so aufgeladen habe mit dieser Frage. Wahrscheinlich. Ja, da hat er sich wahrscheinlich jetzt. Nee, aber er hat mich sehr gefreut, weil es hat ja jetzt irgendwie so ziemlich jeder schon mal getroffen diese Saison und jetzt endlich. Ja. Genau, dann das nächste war wieder eine Ecke, die erst abgewehrt wird, aber zu kurz. Dann bringt, wer war es, Mofza, glaube ich, den Ball nochmal rein, ne? Ja. Genau, und Andrist verlängert den eigentlich nur so mit dem Hinterkopf. Und weil der Torwart halt ihm quasi so entgegenkam, geht er halt genau über den drüber. 2-0. Dann ein Freistoß von Andrich, wo er einfach mal wieder aus etwas größerer Distanz draufhält. Und der Torwart, man muss auch dazu sagen, ich glaube, ist das der zweite oder dritte Torwart bei denen. Also die haben auch eine ziemliche Verletzungsproblematik da, meine ich, ne? Oder? Ah, nein, das verwechsel ich gerade mit Münster. Die haben, glaube ich, nach unserem Spiel den Torwart gewechselt. Ah, ja, genau. Nee, ich war gerade. Der hat dann direkt wieder einen Fehler gemacht im nächsten Spiel. Ja, das war zum Kotzen, ey. Ja. Genau. Nee, auf jeden Fall, der Torwart lässt den Freistoß nach vorne abprallen. Scheffler braucht einen Abstauben. Dann gab es noch eine Ecke. Das war aber lustig, weil ich vor Ort eigentlich so, als Andrich sich diesen Ball da hingelegt hat, ich dachte, oh Gott, ey, jetzt denkt er irgendwie, kann den Ball immer so reinnageln wie Lotte und schießt den wahrscheinlich irgendwie so auf den Parkplatz raus, ja. Aber ich stand da eigentlich und dachte, ey, bitte nicht, bitte jetzt nicht draufhalten. Ja. Das war aber eigentlich das Beste, was er machen konnte. Gut, dass er nicht auf mich gehört hat. Ja, so, siehst du mal. Ja. Genau. Dann Andrich durfte dann auch nochmal so ein bisschen aus dem Gewühl, nachdem wieder eine Ecke nicht so richtig ordentlich geklärt wurde. Und dann zum Schluss gab es nochmal einen, so wirklich aus dem richtigen offenen Spiel heraus, einen Konter, wo am Ende dann Scheffler nur noch den Fuß hinhalten muss. Ja, 5-0, überdeutlich. Der höchste Auswärtssieg. Jemals, also wenn man jetzt mal die SVW in Wiesbaden-Ära betrachtet, also die letzten 10 Jahre, nachdem wir ja erst zu Saisonbeginn das 4-0 in Osnabrück hatten, was ja da schon quasi ein neuer Auswärtsrekord war für uns. Ja, ich dachte in Würzburg auch kurz so, boah, jetzt nochmal ein 4-0, ey, krass, geil. Ja, genau. Schießen wir von noch eins. Ja, also, noch einen draufgesetzt, ja. Okay. Nehme genau. Ich natürlich auch gerne, ja. Ja. Ja, aber das hieß dann eigentlich nichts anderes, als wir bleiben oben dran. Weiterhin Platz 4. Aber zu dem Zeitpunkt war ja auch schon der Kopf eigentlich schon beim Pokalspiel, was dann am darauffolgenden Dienstag folgen sollte. Habt ihr noch was zu dem Würzburg-Spiel? Wollt ihr da noch was ergänzen oder wollen wir dann direkt zum Schalke-Spiel? Ja, ich würde noch ergänzen, dass das 5-0 natürlich gut fürs Selbstvertrauen war, aber die Spieler das auch oder auch der Trainer das gut eingeordnet haben. Also sie haben ja alle gesagt, das war jetzt nicht so deutlich, das Ergebnis ist zu hoch. Und also ich kann nur ein großes Lob an die Telekom aussprechen. Ich war ja in Belgien. Ich durfte kein Sky gucken, weil ich zu blöd war, da den Computer zu frisieren, dass der nicht merkt, dass ich in Belgien bin. Und ich konnte auch kein nichts anderes gucken, aber Telekom ging. Ja. Denen ist egal, von wo du guckst. Und da konnte ich zumindest die zweite Halbzeit gucken, als wir dann wieder im Hotel waren. Und das war ja eigentlich das Wichtigste. Das war auch das Entscheidende. Und da war es bei mir auch so, dass ich ohne die erste Halbzeit gesehen zu haben, beziehungsweise nur die Highlights, ja, auch nach dem 2-0 habe ich mich natürlich gefreut, aber es war dann noch sehr wackelig. Auch dieser eine Kopfball, den der da aus 3 Metern... Wo der eigentlich nur mit dem Ball ins Tor laufen muss, ne? Und den dann noch vorbeiköpft. Ja, genau. Also da, wo Mockenhaupt ihn halt reinmacht, köpft der ihn vorbei und unbedrängt auch noch. Und ja, also von daher, du weißt ja nie, was dann passiert. Ja, und gut, sie haben dann halt die Chancen, die sie hatten, am Ende dann auch genutzt und war so ein typisches Spiel, wir stehen oben, bei uns läuft's, die stehen unten, bei denen läuft's nicht und kann auch ganz anders ausgehen, ja. Ja, absolut, genau.
Also hängen geblieben ist mir noch, das war, glaube ich, auch Rehm, der im Interview danach gesagt hat, dass sie nicht mit so vielen Auswärtsfans gerechnet haben. Also dass sie positiv überrascht waren davon, wie viele Wehenfans da mitgefahren sind und in der Kurve standen. Ja, das hat man ja sowieso öfter in letzter Zeit, so Lob für die Fans. Hat man ja letztes Mal auch schon thematisiert in unserer Nicht-Hass, sondern Liebe-Rubrik. Ja. Dass auch die, wenn es meistens gerade auswärts sehr wenige sind, aber die durchaus dann ja gelobt werden dafür, dass das ja, halt eben. In dem Fall war das Lob und, dann mal für die Anzahl auch. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Gut, dann springen wir doch mal 3 Tage weiter. Dienstagabend oder beziehungsweise nachmittags waren wir eigentlich ja schon alle vor Ort, denn das Spiel ging um 18.30 Uhr los und wir erwarteten ja ein furchtbares Chaos. Aber man muss sagen, so chaotisch, wie wir es befürchtet hatten, war es nicht. Ich fand es gar nicht chaotisch eigentlich. Genau, nee, ich meine, es war voll, aber es funktionierte eigentlich alles. Also es waren natürlich alle Eingänge geöffnet mit ausreichend Personal. Ich fand, sie haben sogar relativ lax kontrolliert eigentlich. Also das Abtasten war lang nicht so gründlich wie üblicherweise bei den Ligaspielen, was auch schon nicht super gründlich ist. Also Also von daher ging es eigentlich auch an den Eingängen recht schnell und auch an den Kiosken ging es eigentlich auch ganz gut. Also man konnte tatsächlich sich anstellen mit Aussicht auf Erfolg, da ein Bier oder eine Bratwurst zu kriegen. Also von daher waren wir schon mal vor dem Spiel ganz positiv überrascht. Ja, komm, jetzt red keinen Scheiß. Ich weiß ganz genau, dass du noch die Geschichte mit der Käsewurst erzählen willst. Ich hätte es nicht erzählt, aber wenn du es jetzt schon ansprichst. Komm, da habe ich mir beim letzten Spiel so lange Gejammer drüber angehört, jetzt musst du das auch öffentlich machen. Ja, gut, okay. Also ich esse ja eigentlich immer, so gut wie jedes Spiel esse ich eine Käsewurst. Also diese Bratwurst mit Käsefüllung da. Für die Vegetarier. Genau, richtig. Für die vegetarische Beilage zur Wurst. Ja. Und die gab's nicht. Die hatten das Angebot eingeschränkt, nur normale Bratwurst und Ritzwurst und die anderen Sachen, die sie sonst haben. Was sind das? Käsewurst? Da gibt's noch irgendwie so eine Chiliwurst, glaube ich, sonst, ne? Ja. Was sonst noch was? Nee. Chili, also, ja. Sagen wir also, die statt 4 haben sie halt nur 2 Sorten, wahrscheinlich, um das halt einfach da halt einfacher und schneller zu machen an den Bratwurstständen. Ja. Aber es war natürlich aus Ritualgesichtspunkten natürlich schon mal ganz schlecht. Noch dazu mussten wir schon vor You Never Walk Alone rein, was ich ja eigentlich auch immer vermeide. Ich gehe eigentlich immer erst rein, wenn das gelaufen ist. Aber weil es halt so voll war, musste man halt auch schon vorher rein. Von daher, so die ganzen kleinen Aberglauben waren schon im Eimer, ja. Also das hat schon ein schlechtes Licht auf die ganze Begegnung geworfen. Hast du vor Meppen auch eine Käsewurst gegessen oder nicht? Wir müssen jetzt mal alle Niederlagen der letzten 10 Jahre auf deine Essaktivitäten analysieren. Ja, da habe ich eine andere Klärung. Da war ja unser Freund Bertel mit im Stadion gegen Meppen. Ach so, okay. Na gut, das alles klar. Jetzt kommt er gleich wieder mit dem Familienblock. Was jetzt nur organisatorisch halt, was nicht so gut ist, im Stehblock ist tatsächlich so, dass ja auch der Gang komplett voll steht. Ja, das heißt, wenn du mal rein oder raus willst oder tatsächlich mal was sein sollte, dafür ist ja dieser Gang eigentlich freizuhalten, da kommt man ja gar nicht durch. Also bei mir ist auch so, wir waren jetzt, war jetzt auch etwas später im Stadion, als ich eigentlich sein wollte, aber es war immer noch so gegen 6 und also 18 Uhr und und dann bin ich so hoch, wollte halt natürlich auf unseren Stammplatz. Dann irgendwann so die Treppe hoch und dann irgendwann hieß es dann über mir so, ja, hier geht's nicht weiter, hier ist alles voll. Dann habe ich gemeint, nee, ich stehe da immer und habe mich dann halt durchgedrängt und dann ging's ja auch. Aber das ist natürlich dann schon, habe ich mir so gedacht, wenn jetzt jedes Spiel ausverkauft wäre, das wäre irgendwie auch, hätte auch Nachteile. Ja, absolut. Ja, ich fand es auch absolut unentspannt, da zu stehen. Also mittendrauf auf der Treppe, man kommt nicht wirklich raus oder rein, wenn man, keine Ahnung, weil irgendwie Durst oder sonstige Bedürfnisse hat. Es waren auch irgendwie überhaupt keine Ordner im Block. Also genau. Andererseits mussten die Leute auch auf den Treppen stehen oder auf diesen. Aber auf ich kann mich erinnern, Stufen, dass das früher. Da war ja einfach kein Platz.
Also wie eng hätten wir noch stehen sollen? Ja, ja. Also früher zu Zweitliga-Zeiten, als tatsächlich öfter mal voll war, meine ich, da hätten auch dann halt der Ordner gestanden und halt dann dafür gesorgt, dass halt die Treppen, die sind ja auch, ich meine, letztendlich sind es ja alles Stufen, aber die sind ja so also farblich halt ja markiert. Und die haben halt darauf geachtet, dass die frei bleiben. Es gab dann auch manchmal Mecker, wenn man dann schon mit einem Fuß dann irgendwie sozusagen auf der Treppe dann stand, kann ich mich noch erinnern. Und da war jetzt gar nichts, das war ein bisschen zu wenig. Also da hätten sie schon auch gucken, dass man wenigstens so einen leichten Durchgang dann da irgendwie hinkriegt, aber na gut, okay. Aber wo hättest du die Leute halt noch hintreiben wollen? Ja, weiß ich nicht. Es war ja wirklich bis zum Anschlag voll. Ja, ja, war schon. Genau, das waren dann am Ende wie viel? 11.300? Ja, was? Und das trotz reduzierter Kapazität. Oder 11.700, wie viel waren es jetzt? Also, 11.000, ich weiß nicht mehr genau die Zahl. 11.375 oder irgendwie sowas. So in der Größenordnung, ja, genau. Ja, ja, was ja eigentlich schon nochmal 600-700 unter der eigentlichen Kapazität ist, ne? Ja, wo sollen ja, deshalb, die Leute noch hin? Ja. Genau, überleg dir mal, die hätten jetzt noch 600 Karten mehr verkauft, ja, auf beiden Seiten 300. Ja, wenn du es gleichmäßig dann auf die Blöcke verteilst, dann sind es dann nochmal 75 Leute nochmal extra, ja, dann wäre es dann richtig, ja, also, ich weiß auch nicht genau, wie das berechnet wird, ob dann da irgendwie einfach dann die Stehfläche genommen wird und dann rechnest du so und so viel Quadratzentimeter pro Person und so haben sie sich dann da ihre Kapazität ausgerechnet. So habe ich mich auch gefühlt. Ich weiß es gar nicht mehr, also wie das mal zustande kam. Das könnten wir irgendwann auch mal nachfragen. Vielleicht, wenn es dann darum geht, mit dem Neubau von der Westtribüne, da sollten wir auch mal fragen, wie sowas berechnet wird oder was da so die Maße sind, die man dann annehmen muss, wie viel Platz dann da jeder haben sollte. Ja gut, kommen wir mal zum Sportlichen. Was auch schon gleich von vornherein nicht gut war, war, dass Ruprecht weder in der Startelf noch auf der Ersatzbank war. Das hat uns sehr überrascht, nachdem der gerade ein paar Tage vorher noch gegen Würzburg gespielt hat. Und da dachten wir eigentlich, naja, wenn wir zumindest schon mal mit unserer Stammverteidigung spielen können, das wäre schon mal gut. Ne? Die sind eingespielt, beste Defensive der dritten Liga, bla bla bla, kennen wir schon, wie oft zu Null gespielt und so. Ja, und dann war der nicht dabei. Wie ich dann erst später gehört habe, irgendwie hat er wohl irgendwie einen Magen-Darm-Infekt oder irgendwas gehabt. Ja, der hatte Schiss, hatte der ja. Wahrscheinlich, ja. ist jedenfalls kurzfristig ausgefallen und dann musste der junge Sören Redemann gleich in der Innenverteidigung ran. Joa. Gut. Ich sag mal, an dem lag es jetzt am Ende nicht, aber insgesamt war es schon mal gleich nicht so ein gutes Gefühl, was das angeht. Ja. 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 Ja, zum Spiel. Ging eigentlich ganz gut los, kann man sagen, oder? Ja, also wir haben uns nach so 5 Minuten anfangs, ja, jetzt nicht Druck, aber abtasten, haben sie sich freigeschwommen ganz gut und hatten das Spiel dann auch schön so in der neutralen Zone im Mittelfeld gestaltet, haben auch den Weg nach vorne gesucht und haben dann auch so gespielt, wie es die Aufstellung tatsächlich auch vermuten ließ, weil ja für mich auch überraschend irgendwie Budulu in der Startelf stand. Neben Scheffler und dazu noch Andrist und Diawosi auf den Flügeln, also 4 Offensive. Und dazu kam ja auch noch, dass Darms hat ja auch nicht gespielen können im Zentrum. Das waren dann ja Andrich und Mrowca. Und klar, dann ist da Mrowca der Defensivere. Aber das war schon gegen Schalke, fand ich, eine sehr offensive Aufstellung. Und sie haben ja auch die Schalker mit einem Vorchecking versucht zu bearbeiten. Also sprich, die haben ja in der gegnerischen Hälfte angegriffen. Und letztlich hast du das Spiel dann erstmal auch mitunter in Schalkes Hälfte gestaltet. Und das sah dann erstmal gut aus. Ja. Es gab ja auch ein paar Standards. Also wir hatten so ein paar Ecken, kann ich mich erinnern. Und da hast du natürlich auch immer eine realistische Chance, mal irgendwie einen reinzumurmeln. Ne? Genau. Das hat halt leider nicht geklappt, aber die Chancen waren ja dann dadurch schon mal da. Die Hoffnung also war ja diese Dinger ja rausgespielt erstmal, diese Ecken.
nach diesen vielen Standardtoren da vom Würzburg-Spiel hat man ja gedacht, ne, vielleicht geht mal irgendwie sowas nach einem Freistoß, nach einer Ecke. Ja, hätte ja auch klappen können. Genau, ja, also es waren ja auch ein paar so halbe Gelegenheiten. Einmal war auch ein Schuss von Schäffler, wo der Fährmann. Der dann abseits war. Also ein Abseitsding hatte. Ja, gut, der war, ging ja tatsächlich rein. Und da war aber auch ein Schuss, wo der Fährmann tatsächlich mal ein bisschen fliegen durfte, den er dann irgendwie zur Seite abgewehrt hat. Also es war so ein bisschen, konnten sie schon ein bisschen Druck aufbauen. Jetzt keine Mega-Chancen, aber schon, wo man denkt, okay, geht was. Zu der Aufstellung, Micha, ich denke, es ging Rehm da auch vor allem um Geschwindigkeit. Also gerade Andrist und Diawosi sind ja schnell, auch im Wudulu hat ein ganz gutes Tempo. Ich denke, da war so die Idee, wenn man mal irgendwie durchkommt, dann halt mit höchster Geschwindigkeit, dass man dann halt irgendwie da vielleicht mal da die Abwehrreihe dann überspielen kann oder auch mit einem langen Ball, den dann halt einer von den Schnellen dann erlaufen kann. So hast du aber nicht gespielt. Du hast ja nicht mit langen Bällen wirklich gespielt. Nee, ich denke, der Plan war vielleicht nicht unbedingt langen Bälle, aber dann vielleicht auch irgendwie die so ein Steilpass dann halt irgendwie auf Außen. Ja, okay. Klar. Das Problem war dann halt, dass halt alles, was... Micha so klingt nicht überzeugt. Naja, was halt alles, was halbwegs in Strafraumnähe war, da stand halt immer schon Naldo. Also es ist völlig egal, wo der Ball dahin kam, ob es jetzt links oder rechts, Naldo war halt immer schon vorher da. Brutal guter Spieler, ey. Ja, hast du gedacht, der muss nicht einmal einen Sprint anziehen, der steht einfach immer richtig. Genau, der ist wirklich Wahnsinn, was der halt alles einfach schon vorher sieht und antizipiert, wo muss er gleich hin, ohne dass der halt immer auf der letzten Rille ankommt, sondern halt einfach da steht und dann kommt meinetwegen ein hoher Ball, den köpft er dann halt raus, und wenn nicht, dann nimmt er an und spielt ihn ganz cool irgendwo hin. Also das war schon sehr beeindruckend. Also der muss man anerkennen. Ja. Ich denke halt trotzdem, dass wir es auch aufgrund der Taktik halt letztlich verloren haben, das Spiel. Also da musste ja schon sehr viel passen und zusammenkommen, dass du da eben eine Chance hast, überhaupt das Spiel zu gewinnen. Und wie du ja schon auch gesagt hast, wenn dann noch ein Ruprecht ausfällt, ich hatte ja auch gehofft, dass Dittgen oder Dahms bis dahin wieder fit sind und vielleicht schon mal ein bisschen gespielt haben, was bei Dahms ja auch der Fall war. Du hast ja sowieso schon Langzeitverletzte und also es hat von der von den einsatzfähigen Spielern warst du schon ein bisschen benachteiligt, weil einfach vieles passen muss. Und letztlich, so im Nachhinein habe ich mir gedacht, okay, diese offensive Aufstellung, die ja auch in allen anderen Spielen zuletzt eigentlich gut geklappt hat. Gut, außer jetzt vielleicht Meppen, wo du jetzt einfach das Ding nicht getroffen hast, aber du hast so viele Tore geschossen und ich glaube, Rehm wollte da einfach auch sagen, hier, pass auf, wir spielen auch gegen Schalke so. Und dem war wahrscheinlich auch klar, dass das schief gehen kann, weil die Chance ist ja eh nicht hoch, dass du gewinnst. Aber ich glaube, das war einfach so ein Ding fürs Selbstvertrauen, dass die auch merken, okay, selbst gegen Schalke waren wir jetzt nicht chancenlos, wenn wir unser Ding machen. Mhm. Das war so eine Erkenntnis, die sich erst so ein paar Tage danach bei mir so und auch gerade nach dem Würzburg, auf Spiel, auf das wir noch gleich zu sprechen kommen, gegen Münster, dass mir danach erst so vielleicht gedämmert ist. Er hat einfach gesagt, hier, pass auf, wir ziehen unser Ding durch. Und dass das einfach doch in den Köpfen auch nochmal dann sagt, ja, genau, dass es nochmal Selbstvertrauen gibt einfach. Ja. Aber ist jetzt nur so eine Vermutung. Nee, das klingt aber schon schlüssig, dass man jetzt da nicht die Taktik völlig umkrempelt und sagt, genau, wir stellen uns jetzt mit allen Mann hinten rein und nur der Schäffler bleibt vorne oder so. Das wäre auch nicht besser gelaufen, das glaube ich einfach nicht. Nee, genau, also ja, von daher durchaus nachvollziehbar, dass das bei den Überlegungen dann eine Rolle gespielt hat. Ja, und letztlich hast du ja auch dann im Prinzip, die Schalke haben ja dann vorher auch schon so ein, zwei, ja, ich glaube so Schüsse von Strafraumkante, die unplatziert waren und einmal gab es auch, glaube ich, ein bisschen Gewusel, aber letztlich haben sie ihre erste richtige Chance ja auch direkt genutzt. Ja, Meier hat irgendwo mal aus der Distanz deutlich drüber geschossen. Ja. Genau, und dann, richtig, dann kam die erste gute Chance, wo links zu viel Platz ist. Wer war es? Oczipka, glaube ich, der bringt die Flanke rein. Da kam Kuhn nicht so richtig hinterher. Und dann steht die Santo ein bisschen zu blank am Fünfer eigentlich und kann den recht problemlos einköpfen. Ja gut, der kommt ja auch sehr gut reingelaufen. Ja, das also passt das schon. Also der Spielzug ist schon trainiert. Ne? Das ist ein trainierter Spielzug, aber auch der klappt bei denen nicht immer so. Ja. Und gerade Di Santo kann ihn halt auch mal an oben in die Maschen, also nicht in die Tormaschen, sondern in die Zaunmaschen köpfen. Ja. Und aber gut,
Ja. Der war halt drin, das war die kalte Dusche und danach war eigentlich schon so, nee. Ja, ich hatte dann so den Eindruck, aber kurz noch ein Wort zu DeSanto. Ich dachte erst, als der dann nach seinem Tor dann auf die Knie geht und so flehend zum Himmel und sonst irgendwas und da so einen riesen Show abzieht, dachte ich, liebe Himmel, du hast jetzt gerade gegen den Drittligisten ein Tor geschossen. Was ist denn jetzt los? Aber danach, erst in dem Bericht danach, wurde mir jetzt klar, dass der jetzt irgendwie, keine Ahnung, schon, weiß nicht, wie waren es, anderthalb Jahre oder sowas kein Tor mehr geschossen hat. Von daher war da die Erleichterung groß und dann will ich ihm mal diese Aktion dann, oder was heißt diese Aktion, also diesen Jubel dann halt auch nachziehen. Völlig verständlich eigentlich. Genau, ich kann meine, man nachvollziehen. Du kriegst das ja als Stürmer dann auch ständig eingeredet. Ja, genau. Nee, war schon in Ordnung, aber ich dachte erst im ersten Moment, meine Güte. Ja, ich hatte dann so den Eindruck nach dem Tor, da wollten sie es zu schnell ein bisschen richten, irgendwie gleich wieder nach vorne und wurden dann relativ kalt erwischt beim schon ein paar Minuten später beim nächsten Angriff. Oder genau, was war da euer Eindruck? Da waren wir sehr weit aufgerückt, ja, und haben dann eben den Ballführenden nicht genug unter Druck gesetzt, sodass die sich befreien konnten und den Konter eben fahren konnten. Und dann war letztlich Reddemann der letzte Mann, oder vor Kolke, der es dann noch hätte verhindern können. Aber ist dann in einem zu hohen Tempo auf den Ballführenden gegangen. Gut, was er aber auch machen musste, weil sonst, er musste in höchstem Tempo hin. Und ja, dann lässt er den natürlich. Ich fand den Zweikampf schon ziemlich mies geführt. Ist ein bisschen ungeschickt, leider. Ja. Weil es kam ja dann da noch, Mockenhaupt sagen, kam ja dann noch rangerauscht, aber der kann natürlich wirklich nur noch einfach versuchen, sich da in den Schuss zu schmeißen. Er lässt sich da ziemlich billig veräppeln eigentlich. Ja klar, aber, also er darf, ich meine, was er darf machen? Natürlich. Ich meine, das ist ein junger Drittligaspieler, ja, gegen so einen ausgepufften Typen wie den Burgstaller. Ja. Das war zu erwarten in der Szene, aber trotzdem. Er darf dann natürlich in dem Moment ist es halt doof. Die Torseite nicht aufmachen und muss natürlich das Tempo wieder ein bisschen reduzieren, wenn er da ist. Aber insgesamt, das ging natürlich dann auch relativ schnell und ich weiß nicht, war das dein Nebenmann, Gunnar? Irgendeiner hat er noch gemeint, von wegen, was macht denn der Kolke da? Wo ich denke. Also auch in der Wiederholung, im Fernsehen hat man ja ganz klar gesehen, der macht alles richtig. Der geht ihm entgegen und um den Winkel zu verkürzen, aber der Burgstaller weiß genau, was er macht und wo er den hinspielen muss. Und von daher Kolke weder beim ersten noch beim zweiten Tor mit irgendeiner Chance, meiner Meinung nach. Ja, nee, ich denke, das war jetzt so da in der Emotion und von der Perspektive aus, weil wir ja so im Prinzip so schräg von schräg hinten drauf gucken. Würde ich jetzt nicht so hochhängen, den Kommentar. Genau. Ja, also das war dann halt, klar, dann steht es 0-2 und dann ist eigentlich schon klar, das wird jetzt wahrscheinlich eher nichts mehr. Ja, genau. Trotz guter Anfangsphase, klar, aber man hat die Hoffnung nicht aufgegeben, die Jungs auch nicht. Genau. Und man ist dann ja auch mit dem 0-2 in die Pause. Ich glaube, da war auch dann nichts Spektakuläres mehr danach, oder? Naja, so nach dem 0-2 fühlte sich schon so ein bisschen an, so von wegen, jetzt geht's gerade so ein bisschen in die Köpfe. Und dann war ich dann eigentlich ganz froh, dass nicht noch mehr passiert ist. In meinem Kopf war es schon. Ja, genau. Nee, aber ich hatte Angst, dass es jetzt irgendwie gleich noch eins fällt vor der Pause und dann kannst du die zweite Halbzeit gleich herschenken. Aber es blieb dann immerhin bei dem, was heißt immerhin, also es blieb dann beim 0-2. Und ja, nach der Pause, die Schalker blieben noch relativ lange in der Kabine, unsere standen schon draußen und waren schon heiß und warteten. Ja, da hat man es richtig gemerkt, so von wegen, die wollen jetzt nochmal alles, nochmal raushauen, wie man immer so schön sagt. Aber dann hat es leider nicht lange gedauert, bis dann das 0-3 gefallen ist. Wobei, da muss man klar sagen, das war eigentlich ein irregulärer Treffer. Ja, das hat man von uns aus gar nicht so gesehen. Genau, es war am entfernten Ende. Ging euch, glaube ich, genauso. Also es war auf der anderen Seite einfach. Und von unserer Perspektive aus sah das aus, als wären die alle drei irgendwie so hochgesprungen. Also Kolke, Minzel und Burgstaller irgendwo dazwischen. Und man konnte gar nicht so sehen, wer ist da jetzt mit dem Kopf dran gekommen und wer hat den irgendwie verfehlt. Und dann war er auf einmal drin. Das war so unsere Perspektive im Stadion. Dann habe ich auch später erst im Fernsehen gesehen, wie es wirklich war. Ja. Da hast du ja da doppeltes Pech. Zum einen, weil der Burgstaller diesen Flankenwechsel oder was, der ja Volley nimmt und den dann, also normal, wenn er den voll trifft, saust der Richtung Tor. Er hat ihn gar nicht gut getroffen, aber er trifft ihn natürlich genau so, dass der Ball aufdotzt und praktisch mehr oder weniger senkrecht nach unten und nach oben springt.
und dadurch ja nochmal gefährlich wurde. Das war dann halt auch erstmal Pech. Ja. Und dann, dass der Schiri das dann halt diese Stumpen gegen Minzel nicht pfeift. Naja, also Burgstaller hat dann klar schiebt eigentlich mal mit dem Unterarm den Minzel weg. Ich verstehe nicht, das gibt zwei Schiedsrichter auf dem Platz oder beziehungsweise der Assistent, die das sehen können, und mindestens einer von denen muss es sehen. Und ja. Burgstaller jubelt dann nachher nicht mal, der lacht sich irgendwie so kaputt. Ja, dann schon eher ungläubig, dass er damit jetzt durchkommt mit der Nummer. Ja. Dann beschwert sich irgendwie noch halb Wiesbaden und Burgstaller grinst sich eins. Ich frage mich, warum Schiedsrichter da auch nicht öfter mal hingehen und sagen, hey, Moment mal, was war da eigentlich? Weil also Burgstaller hat es ja auch sofort im Interview nach dem Spiel zugegeben. Er hat gesagt, ich habe ihn geschubst und er hat ihn dann schön reingemacht oder so. Also der hat ja gar nicht drum herum geredet, der wusste ja auch, was da los war. Hey, dann kann der Hund doch auch direkt das dem Schiri sagen, oder? Muss dann ja, Burgstaller das jetzt dann... Aber natürlich muss der Schiri das auch sehen. Der Schiri vom Spieler erwarten, ne? Doch, kann ich. Echt? Aber 2-0 steht... Das macht, glaube ich, keiner. Glaub ich nicht. Also das würde ich nicht von ihm verlangen. Wir haben ja jetzt natürlich Pech, dass es halt den Videobeweis erst ab dem Viertelfinale gibt. Hätte man da schon gehabt, hätte man dann zumindest gesehen, dass das Tor hätte nicht zählen dürfen. Ja, aber also ich muss auch ganz klar sagen, der Schiri hat mich super aufgeregt. Das war die krasseste Szene, aber auch ansonsten gab es viele Fouls im Mittelfeld. Also es gab auch viele, wo sich andere aufgeregt haben, wo ich gesagt habe, hier, da war nichts, es ist völlig okay. Aber er hat mir eindeutig zu Schalke-lastig gepfiffen. Jetzt nicht ganz eindeutig, aber es war schon so, dass er unseren Spielern das Leben noch mal schwerer gemacht hat, als es sowieso schon war. Und das finde ich einfach, das war so die Checkliste, was muss zusammenkommen, damit wir weiterkommen können. Und die Checkliste beinhaltet dann natürlich einen Schiri, der im Zweifel es dann auch gut mit uns meint, ohne dass er uns jetzt natürlich da klar bevorteilt. Aber das war ein Schiri, der sich im Zweifel es hat laufen lassen, wenn es ein Foul an unseren war. Und andersrum halt schnell gepfiffen hat. Und das fand ich ehrlich gesagt auch. Also mir ist auch am Anfang aufgefallen, da gab es irgendwie so einen Foul gegen Andres, der, glaube ich, so ansonsten frei an der Seitenlinie durchrennt, was eine klare gelbe Karte ist, taktisch oder so. Und der Schiri dann vermutlich gedacht, so früh gebe ich jetzt irgendwie kein Gelb. Und dann irgendwie nochmal so, dass ein Schalke-Spieler aufs Tor schießt, obwohl längst abgepfiffen ist und so Sachen, wo du eigentlich denkst, also wenn wir hier was holen wollen heute, dann brauchen wir einen Schiri, der bei sowas zum Beispiel auch konsequent gleich mal gelb zieht gegen Schalke. Wenn das so gelbwürdige Sachen sind und er hat da so viel durchgewunken. Und ich fand, nach dem 0-3 hatte er irgendwie so eine Phase, da ist ihm das komplett entglitten. Also da hat er eigentlich für uns überhaupt keinen Freistoß mehr gepfiffen, obwohl da ein paar klare Fouls dabei waren. Und dann hatte er auch irgendwann so einen Moment, auch als es 3-0 stand. Und wir hatten, weiß ich nicht, einen Standard irgendwie ins Aus geschossen und Fährmann holte sich den Ball und legte sich den hin, ganz normal. Also jetzt nicht im Vollsprint, aber jetzt auch nicht total langsam. Und dann stürmte irgendwie auf Fährmann zu und ermahnte ihn da wegen Zeitspiel und so, was auch völlig absurd war in dem Moment. Weil, also das war aus unserer Perspektive kein Zeitspiel, ja. Also ich weiß nicht, wie der Schiedsrichter da drauf kommt. Wollte er vielleicht also ein bisschen gut Wetter machen. Der hatte irgendwie überhaupt nichts mehr gerafft, hatte ich so den Eindruck für so eine Viertelstunde nach diesem Tor. Ja. Ja, es erst so gegen Spielende hatte ich den Eindruck, dass er dann auch mal ein paar Sachen für uns pfeift. Da wurde es so wieder relativ normal, ne? Ja, es war. Ja, aber da war das Ding halt durch. Da ist das Ding durch. Und es ist das, was das Michael gesagt hat. Es gehört dazu, dass der Schiri zumindest nicht gegen dich pfeift, damit du so ein Spiel überhaupt gewinnen kannst. Ja, ja, anfangs hat er auch wirklich dem Scheffler eigentlich jeden Zweikampf weggepfiffen. Das ist auch dann erst später dann irgendwie, nachdem der Thilo Kehrer, ne? Der hat drei, vier Mal den Scheffler ja eigentlich so halbwegs im Ringkampf ja irgendwie niedergerungen. Ja, und wenn er das beim ersten Mal gleich direkt pfeift und mit Gelb und dann sieht das Spiel nämlich anders aus. Ja. Gut, will jetzt nicht sagen, wir haben wegen dem Schiri verloren, das ist auf jeden Fall, aber es hat uns eine Komponente, die wir gebraucht hätten. Genau, also wir hätten einen fitten Ruprecht gebraucht, wir hätten einen anderen Schiri gebraucht, der etwas neutral pfeift, und wir hätten einfach auch ein bisschen Glück gebraucht, und es kam nichts von alledem zusammen. Dazu hast du mit Schalke einen Gegner, der jetzt auch allein mit den Spielertypen, die da drin sind, da ist eigentlich schon klar, dass du da am Standard wahrscheinlich nicht treffen wirst, weil die da alles wegkloppen. Zumindest ist die Chance kleiner. Ja, also das wäre dann, geht natürlich, aber hatte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Und Schalke war natürlich auch ganz gut drauf. Schalke ist so eine Mannschaft, wenn die
schlechten Tag hat, dann kannst du die auf jeden Fall knacken. Aber da waren die jetzt auch doch zu stabil. Ja, das haben wir ja schon vor Monaten gesagt, dass es genau darauf ankommt, ob Schalke in einer guten oder schlechten Phase ist, und wir haben sie leider in einer ziemlich guten erwischt. Und sie hätten von mir aus auch gerne Europa League spielen können, dann wären sie etwas, hätten sie ein paar mehr Minuten in den Knochen gehabt, aber das macht ja lieber die Hertha, ja. Ich hatte dann aber auch den Eindruck, also nach dem 0-3 hat es Schalke dann ein bisschen lockerer angehen lassen, was uns dann halt dann auch mal so einen Aufschwung ermöglicht hat. Und dann schließlich auch das Tor durch Blacher. Aber ich hatte den Eindruck, wenn es sein müsste, hätten die auch nochmal nachlegen können. Also die haben schon bewusst sich schon mal ein bisschen zurückgenommen dann nach dem dritten Tor. Ja, den das Eindruck stimmt, hatte ich auch, aber also ich muss sagen, dass das, was nach dem 3-0 dann passiert ist, so in den letzten 20 Minuten oder so, da muss ich ja echt gestehen, das hat mich total beeindruckt. Weil ich war nach eigentlich dem 3-1 meinst du dann so die... Nein. Auch zum 3-1 hin schon, weil ich dachte ja, so, okay, 3-0 und jetzt, okay, schießen die vielleicht noch eins oder noch eins, wir stellen sie jetzt hinten hin und wollen nicht noch welche kassieren und so, was soll's, ist irgendwie gelaufen und scheiße und verloren. Aber wie unsere da dann nochmal losgelegt haben, es war vielleicht auch ein bisschen sorglos, also das, was Mockenhaupt dann ja hinten so im 1 gegen 1 noch so weggehauen hat, da hätte ja auch viel passieren können noch. Ja. Aber dass sie einfach weitergemacht haben, einfach weitergestürmt und dann auch das Tor gemacht, und du hattest, natürlich, wir haben alle gedacht, Schalke, im Zweifel ziehen die nochmal an. Aber in dem Moment, in dem die das 2-3 bekommen hätten, und es hätte ja auch noch passieren können, also war ja nach dem 1-3 war ja noch eine Viertelstunde zu spielen, ja, da wären die trotzdem nochmal ins Schwimmen gekommen. Genau. Den Eindruck hat jeder im Stadion gehabt. Ja, also habe ich das hat man einfach gemerkt. Von Schalke Spielberichten gelesen, so die und letzte Viertelstunde, da haben sie doch dann so arg nochmal die Stirn gerunzelt, sagen wir es mal so. Und da hätte denen im Zweifel auch nicht die individuelle Klasse geholfen, da hätten denen auf einmal die Beine geschlottert. Und das wäre so gewesen. Auch wenn wir es, dann hätten sie halt 3-2 gewonnen, meine Güte. Aber mich hat es total beeindruckt, dass wen dann einfach weitergespielt hat und weiter und aufs nächste Tor und sich hat dann auch nicht halt abschlachten lassen und wirklich um jeden Ball noch gekämpft und überhaupt. Und es waren und auch ein glaube, paar dass, wirklich schöne Spielzüge dazwischen, ne? Also, genau, und ich glaube, dass sie sich auch genau damit den Aufschwung geholt haben für das nächste Spiel. Ja, also es ist auf jeden Fall klares Statement. Wir lassen es jetzt auch bei einem 0-3 jetzt den Abend nicht kaputt machen. Und es war geil, weil also mir haben eigentlich schon die Flügel durchgehangen. Also ich wollte eigentlich schon nach Hause, ich hatte keine Lust mehr. Ja, ganz so weit war ich jetzt nicht, aber ein bisschen geknickt war ich natürlich dann schon, als dann gerade relativ kurz nach der Pause in das 0-3, dann weißt du eigentlich. Und du würdest das den Spielern eigentlich nicht übel nehmen, wenn die dann auch irgendwie so ein bisschen da geknickt sind. Ich meine, das ist ein Pokalspiel, du bist 0-3 hinten, du kannst jetzt vielleicht noch die Hucke voll kriegen. Und ich so, nö, ja, wir machen weiter, wir können ja auch treffen, wir können ja vielleicht auch zweimal treffen. Genau. Das hat mich schon ziemlich beeindruckt. So in den letzten Minuten gab es sogar tatsächlich nochmal zwei relativ gute Chancen. So, weiß nicht, so 90. und dann in der Nachspielzeit, wo das, wie war das? Das eine war, hilf mir mal, wo sich auch noch von links hat sich, glaube ich, Blacher nochmal durchgetankt und gibt den Ball nochmal ab, dann wird der Schuss dann irgendwie abgeblockt. Und dann kommt am Ende nochmal ein langer Ball auf Breitkreuz, der den halt irgendwie weder annimmt noch köpft, also, oder versucht zu köpfen, aber es wird halt nichts. Aber da wären schon noch so die Möglichkeiten gewesen, nochmal so kurz vor Schluss nochmal das 2-3 zu machen. Also es ist nicht völlig illusorisch. Genau, also gerade auch die eingewechselten Breitkreuz und Blacher waren haben uns da gut getan. Also ich weiß jetzt nicht, ob das Sinn gemacht hätte, die von Anfang an aufstellen zu lassen, wenn die in der Startelf gestanden hätten. Aber zumindest Ivi Budulo war dahingehend hier überraschend, dass er vorher eigentlich nie in der Startelf stand. Oder, ja, der hat jetzt, glaube ich, über ein Jahr lang kein Startelf-Einsatz und, gehabt. Breitkreuz wurde da ja doch schon deutlich mehr gefragt. Und der macht halt die Bälle ganz gut fest, ja. Und aber gut, die haben sich da was bei gedacht. Im Spielverlauf, wie gesagt, für den Spielverlauf war es gut, dass Blacher und Breitkreuz reinkamen. Und ich fand es auch total wichtig, dass sie sich noch mit einem Tor belohnt haben. Weil auch die Zuschauer, ich glaube, jeder hatte im Stadion gemerkt, dass die Jungs eine gute Leistung abgerufen haben und auch wirklich sich nicht versteckt haben. Und und das hätte auch jeder ohne Tor gut gefunden. Aber so war es natürlich nochmal ein schöner Moment für alle, die es mit Rot-Schwarz gehalten haben. Und was ja auch, würde ich sagen, knapp über die Hälfte der Zuschauer war. Ja.
Und von daher war das schon toll. Ja. Genau. Muss man so sagen. Gut, klar, am Ende ein angemessenes, verdientes Ergebnis, aber trotzdem kein Grund zum Schämen. Gute Leistung eigentlich gezeigt. Und ja, vor ausverkauftem Haus doch mal ein schönes Erlebnis gehabt. Wir hätten natürlich auch nichts dagegen gehabt, wenn das Stadion nur halb voll gewesen wäre und wir dafür gegen irgendwie, was weiß ich, Bochum meinetwegen weitergekommen wären. Aber gut, ja. Da muss jetzt Paderborn die Drittliga-Fahne hochhalten, jetzt glaube ich als einziger noch verbliebene Drittligist im Wettbewerb. Ja, also ich fand es nicht verdient, aber gut. Sie waren klar, also Schalke hätte schon nochmal anziehen können, aber ich fand, sie waren eigentlich nur ein Tor besser. Gut. Wenn überhaupt. Ja. Sei es drum. Sie haben es gewonnen. Ja. Und gut, Magdeburg hat 5-0 auf den Sack bekommen von Dortmund. Also zum Beispiel, das ist nämlich die Gefahr, in die du halt läufst, wenn du bei 3-0 entweder die Flügel hängen lässt oder halt weiter nach vorne spielst, ganz sorglos. Genau. Und das hat uns richtig gut getan, dass es eben nicht so gekommen ist. Ja. Ich bin ja kein Freund von irgendwie so, ach ja, ihr habt ja auch ganz gut gespielt, wenn man rausgeflogen ist, aber ich glaube wirklich, in dem Fall hat es sich ja auch ausgewirkt aufs nächste Spiel. Dass sie in dem Moment gesehen haben, wenn wir richtig Gas geben, dann können wir auch Schalke einen einschenken. Oder vielleicht sogar zwei, wenn es gut läuft, oder wie auch immer. Das ist eine super Überleitung. Ja, gut, dann würde ich sagen, mach mal einen Haken an den DFB-Pokal für dieses Jahr. Und dann geht's gleich weiter. Die Euroleague. Ja, die Euroleague, die muss jetzt noch ein Jahr länger auf uns warten. Das ist jetzt natürlich. Geil, ey, stell dir mal vor, irgendwie so Ende Juni und wir im SVW in Litauen gewesen. Erste Quali-Runde. Oh ja, Mann. Ja, schade, ja. Es tut schon ein bisschen weh. Ja, na gut. Muss man als Pokalsieger in die Quali-Runde? Stimmt, als Pokalsieger? Na. Keine Ahnung. Mann. Da machen wir uns rechtzeitig sachkundig. Dann ist ja meine romantische Vorstellung für ein Eimer. Ja? Fängst ja gleich bei den Großen an. Ja, darfst dann nach Litauen. Ich bin derweil in Litauen, mir egal, was ihr macht. Ja. Du kannst dir die Quali-Runden angucken und wir steigen dann direkt in die Gruppenphase dann ein oder so. Ja, dann ging's gleich mit dem nächsten Heimspiel in der Liga weiter, jetzt am vergangenen Sonntag. Also wir durften einen Tag länger ausruhen. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, wie es jetzt so ist, irgendwie, ob es dann jetzt, ich meine, sowohl körperlich haben sie natürlich dann alles gegeben und jetzt diesen englischen Wochenrhythmus haben wir ja eigentlich nicht so oft und wenn, dann ging es auch häufiger schon mal gegen Ende der Woche nicht mehr ganz so cool. Aber davon war jetzt nichts zu sehen gegen Münster. Das war eigentlich, wie gemalt. Ne? Münster eh am Kriseln und mit großen Verletzungssorgen. Irgendwie, ich glaube, da fehlt ja ungefähr so die halbe Mannschaft. Irgendwie ein ganz junger Torwart hinten drin. Und da hat man natürlich dann einen guten Auftakt erwischt, Micha. Ja, also es hat natürlich so ein bisschen an das Heimspiel gegen Groß Asbach erinnert. Wurde genau, ja auch, ja. Weil gegen Münster war es ja auch so, dass du nach einer halben Stunde 3-0 geführt hast. Ich weiß jetzt, weiß gar nicht mehr, wie das am Anfang war, aber du hast war gleich eigentlich der erste Angriff war ja schon, oder fast der erste Angriff war schon ein Tor, ne? Schon nach genau, du hast mittlerweile, glaube ich, einfach so ein Selbstvertrauen, oder die Spieler, dass sie eben, ja, also diese Effektivität ist ja nicht so, dass die jetzt aus 20 Metern die Bälle in den Winkel knallen. Das sind ja jetzt auch wieder rausgespielte Tore gewesen. Ja, ja, also anders als gegen Würzburg, wo viele Standards hatten. Ja. Genau, das heißt, du bist nach Standards gefährlich, du bist aber auch aus dem Spiel raus gefährlich und du kannst hinten raus auch noch einen Deckel zumachen mit Kontern. Also du hast ja wirklich... Und er hat ja auch wieder dann entsprechend offensiv aufgestellt. Ja, also du hast da ja wirklich... Genau. Also wieder, wie üblich, die zwei schnellen Außen. Wieder Diawosi und Andrist und vorne Schäffler und diesmal durfte Breitkreuz anfangen. Mhm. Genau.
Ja, und nachdem Scheffler gleich die ersten beiden gemacht hat, hat Breitkreuz auch tatsächlich mal seit langer Zeit mal wieder ein Tor gemacht. Was mich sehr gefreut hat. Das war auch wieder so ein Ding, wo Andrich aus der Distanz schießt. Diesmal kein Freistoß, aber halt auch ein bisschen aus größerer Entfernung. Und ja, der Torwart lässt halt nach vorne prallen. Das ist natürlich ungeschickt. Und da war Breitkreuz dann zur Stelle. Ja. Und so nach dem 3-0 wurden sie aber so ein bisschen nachlässig in der Abwehr, würde ich sagen. Also vorher nicht. Wurden sie generell nachlässig, ja. Da haben sie ein bisschen Larifari gemacht. Ja. Hast du gemerkt, da waren so ein paar so Zweikämpfe drin, wo es irgendwie nicht so mit voller Konzentration, oder es wirkte zumindest so für uns. Und ruckzuck gab es da auch Chancen. Und die erste große Chance, da hat man auch Glück, da schießt der Münsteraner an Pfosten. Aber dann 2 Minuten später ist dann tatsächlich dann das 3-1 gefallen. Da dachte man, mal gucken, was jetzt passiert. Aber es passierte das 4-1 für uns, fast im direkten Gegenzug. Ja, okay, ja, dann sah es ja eigentlich doch wieder gut aus. Ne? Genau, da muss man auch sagen, dass Andrich den ja auch wieder super vorgelegt hat. Also der hat ja A, den mit dem Distanzschuss das Breitkreuztor ermöglicht und da hat er dann eben einmal kurz den Kopf gehoben, nachdem er steil gegangen ist auf der rechten Seite und legt ihn dann quer auf Andris, der nur noch reinschieben muss. Da musst du schon sagen, dass Andrich eine Qualität hat, die du sonst im Kader einfach nicht hast auf der Position. Schäfer natürlich vorne auch und Kolke auch im Tor, klar, hast du mehrere, aber das ist der auch wenn diese Versuche mitunter manchmal peinlich aussehen, aber er hat jetzt mit mehreren Distanzschüssen Tore vorbereitet oder auch gemacht. Und weil das diese Flatterbälle einfach die Torhüter irgendwie nicht so richtig gebacken kriegen, wie auch immer das macht. Aber und das erste Tor war natürlich super vorbereitet von Diawuzi. Ja, auch wenn ich gar nicht weiß, ob der das so geplant hatte. Ich habe das nochmal in der Wiederholung gesehen, auch weil er sich da ja an zwei Mann den Ball vorbeilegt und dann innen vorbeigeht, was normal auch nicht geht, aber der ist irgendwie durch alle durchgelaufen. Hat ja, so ich glaube, die beiden Verteidiger waren sich ja auch nicht so ganz eins, was wahrscheinlich auch... Die sind so ein bisschen in sich selber gerannt. Ja, ja, auch, ne? Genau. Was vielleicht auch daran liegt, dass die, weiß nicht, das ist auch alles, glaube ich, nicht die erste Besetzung da, dass die nicht ganz abgestimmt waren. Noch dazu stehen die, genauso wie Würzburg, halt auch ziemlich weit unten drin. Also die haben halt auch mehr mit sich selbst zu kämpfen wahrscheinlich als noch mit dem Gegner. Oder beziehungsweise wenn dann noch ein halbwegs ordentlicher Gegner dazukommt, dann wird es schwierig für die. Wobei die bisher nicht so viele Gegentore eigentlich hatten. Also dass wir am Ende jetzt dann 6-2 gegen die gewonnen haben, das war dann schon sehr außergewöhnlich, auch für Münster. Genau, sie hatten vorher in 13 Spielen 14 Gegentore. Ja. Ich weiß, Groß Asbach ist aber auch so. Ich meine, die haben wir auch 5-0 weggeputzt. Die haben 20 Gegentore. Also bei denen ist ja ähnlich. Das heißt, die haben auch in den 13 anderen Partien nur 15 Gegentore bekommen. Mhm. Also ist jetzt durchaus so, dass du zwei Gegner da auch ja richtig aus der Arena geschossen hast, die jetzt keine so schlechte Abwehr hatten eigentlich. Ja, das können wir generell mal so feststellen, dass wir... Das war jetzt dann schon das vierte Rekordspiel, wenn man so möchte. Oder von den höchsten Siegen des SVW in Wiesbaden haben wir jetzt 4 in dieser Saison gesehen. In den bisherigen 14 Spielen. Das ist schon erstaunlich. Ich kann mich an in den allermeisten Saisons, da haben wir eigentlich überhaupt kein einziges Spiel gehabt, wo wir mehr als 3 Tore schon geschossen haben. Ich kann mich an Saisons erinnern, da waren die Rekorde immer so die Unentschieden. Ja, klar. Dann so die des Vollmann, zu Vollmann-Zeiten, ja, da, wo man dann irgendwie, weiß ich, mit über 20 Unentschieden dann da so aus einer Saison. Ja, ein 0-0 geht noch, dann haben wir den ewigen Rekord. Ja, da hast du doch. Da hatten wir noch echte Ziele, ja? Ja. Da hast du doch so ein Tor pro Spiel im Schnitt erzielt, oder? Ja, vielleicht knapp drüber, wenn es gut war, ja. Ja, und jetzt hast du, guck mal, jetzt hast du Asbach 5-0, Erfurt 3-1. Gut, Meppen 1-0 verloren, aber auch mit Chancen zum 3-1 eigentlich. Dann Würzburg 5-0 und Münster 6-2. Also es ist ja, Das ist ja wirklich das Groß-Asbach-Spiel krass, und dann anfangs dieses 4-0 in Osnabrück, da ich glaube, das war gleich der zweite Spieltag. Ja, genau.
Also klar, das ist jetzt natürlich ein bisschen länger her auch. Naja. Das war da eher noch so ein Ausreißer am Anfang. Genau, und jetzt war eigentlich dieses 0-1 gegen Meppen war der große Ausreißer so in der Reihe jetzt. Ja. Genau, also im Prinzip hast du jetzt seit der englischen Woche und diesem verkrampften Spiel in Lotte, hast du, klar, Erfurt war auch nochmal eng am Ende. Aber da hast du, ja. Aber da waren wir auch klar besser. Genau, du hast einfach, und ich habe mich auch gefragt, und jetzt, du hast wirklich eine hohe Qualität im Kader und mich interessieren sehr die noch kommenden Partien gegen Magdeburg und Paderborn und auch Rostock. Klar, jede Partie, ich bin gerade total heiß auch auf jedes Spiel, aber vor allem Magdeburg, Rostock und Paderborn, die ja, gut, Magdeburg ist jetzt auswärts, aber die anderen beiden kommen zu uns. Da bin ich sehr gespannt, weil wenn die jetzt auch nicht wirklich was anbieten, dann würde ich sagen, Dann gibt's stellst du den jetzt. Sack kalt schon oder was? Ja. Nö, dann würde ich zumindest sagen, dass jetzt keine Mannschaft gibt, die besser ist als wir. Ja, aber jetzt würde ich mal nicht zu weit vorgreifen wollen an der Stelle. Nee, ich sag nur, also Aber es genau, ich meine, das ist jetzt wirklich so die nächsten Wochen. Gut, klar, die Hinrunde ist dann auch bald vorbei. Dann haben wir gegen alle mal gespielt, aber das sind jetzt wirklich nochmal ein paar richtige Brocken dabei, ne? Du hast es jetzt gerade erwähnt. die stehen ja Ja, auch vor uns noch, ne? Also also ja, Magdeburg und genau das ist es, Paderborn. was ich jetzt gut finde an diesem, vor allem an diesem Magdeburg-Spiel, weil wir hatten es jetzt öfter mal, dass die Konkurrenten vor uns gespielt haben und gewonnen haben. Und da hatten wir immer die Aussicht, okay, wenn wir jetzt irgendwie unser nächstes Spiel gewinnen, dann halten wir den Abstand irgendwie, dann sind wir immer noch Vierter, aber die laufen uns nicht weg oder so. Und jetzt hast du endlich mal ein Spiel, wo du sagst, wenn wir da gewinnen, dann kommen wir auch mal an denen vorbei. Also irgendwie auch mal bessere Ziele als dieses Jahr. Wir müssen sehen, dass der Abstand nicht zu groß wird. Und da bin ich auch gespannt, wie sie damit umgehen. Und ich finde es aber auch gut, dass sie endlich mal was Zählbares, was Sichtbares erreichen können. Also dass wir nicht immer nur dieses Hinterherhecheln, sondern dass wir jetzt endlich auch mal gegen die spielen. Und Gut, wobei ja, das ja, also glaube ich, eher da so bin ich wirklich die, gespannt auf die Spiele. das ist ja, glaube ich, auch die Fansicht. Also ich glaube nicht, dass die Spieler sagen, oh, jetzt müssen wir gewinnen, damit wir den Abstand nicht zu groß werden lassen. Die Ja, ich konzentrieren sich glaube auf schon, dass das. das irgendwie so im Hinterkopf ist, Ja. wenn du am Tag davor irgendwie deine Konkurrenten alle gewinnen siehst. Ja, klar kriegen die das mit und klar hoffen die auch, aber erstmal denke ich mal, gucken die, dass die ihr Ding durchziehen und die Vorgaben umsetzen können und ja, und früher oder Aber später verlieren die ist doch anderen auch geiler, mal. wenn du dann auch was siehst auf der Tabelle. Also das kann mir keiner Klar, erzählen, natürlich. dass er da nicht drauf guckt als Spieler. Natürlich, aber ja, du hast ja nur dein eigenes Ding in der Hand und von daher ist es umso schöner, dass Was die. bitte? Entschuldigung. Ja, du hast, also man hat, ja, ist jetzt kurz vor 10, ja, ist Ja, noch zu früh. es wird schon spät. Ich bitte um Verzeihung. Ah, Du hast Gruner, nur pack dein, wieder das FSK 18-Label aus. du hast nur deine eigene Leistung letztlich in der Hand und genau. Das ist jetzt, glaube ich, Cut, Schnitt, Schnitt, Schnitt. den Spin kriegst du jetzt nicht mehr raus. Nee. Ich hatte ja auch angekündigt, dass wir beim nächsten Podcast vor Köln stehen. Da kam natürlich das Meppenspiel in die Quere. Und Und auch der das letzte Torwart Spiel von Köln, ja. ja, der Also die haben Torwart jetzt von gegen, Würzburg. genau, die haben sogar gegen Würzburg sogar zurückgelegen. Da schien für einen Moment wirklich alles für uns zu spielen, aber sie haben es dann noch gedreht. Ja, hast du das gesehen? Nee, Dieses, habe ich nicht diesen, gesehen. also die Kölner machen das 1-1 und dann gibt es eine Szene in ihrem Strafraum, seitlich, wo jetzt keine große Gefahr ist. Auf einmal fängt der Torwart an, aus dem Tor zu rennen, um dann den Spieler zu faulen. Also klar, er wollte den Ball, aber also ich habe so eine dämliche Aktion auch selten gesehen. Ja, das Und war da, der wo ich so, frisch neu gebrachte Torwart. Ja. ja, der dann einfach rausrennt, also was heißt einfach, aber der rennt halt raus in der Situation, wo er nicht hin muss und dann eben so ungestüm ist, dass der Kölner einfach nur denkt, oh ja gut, dann muss ich jetzt nur einmal kurz den Ball spielen und dann rennt er mich um und dann gibt es einen Elfmeter und so war es auch und so gewinnen die dann wieder 2-1, da denke ich mir auch, ja, vielen Dank. Tja. Aber bei denen ist es wahrscheinlich auch so, ne? Die stehen halt oben, da laufen halt solche Sachen. Ja, aber du siehst ja auch, also die gewinnen eben so sehr mühevoll, aber klar, für die läuft es auch gut. Die stehen auch nicht zu Unrecht da oben und
Aber gut, also nachdem wir in Magdeburg gespielt haben, müssen die Magdeburger, glaube ich, auch nach Köln. Von daher wird sich da oben jetzt ein bisschen was tun. Ja, genau, dann gucken wir doch gerade mal auf die Tabelle. Also die ersten Plätze sind eigentlich schon seit Wochen relativ stabil, aber es ist ein bisschen zusammengerutscht. Paderborn ist immer noch Erster, hat aber jetzt auch mal wieder verloren am vergangenen Wochenende. Fortuna das wäre auch noch sowas, um irgendwie nochmal so ganz, ganz kurz zurück zu dem Schalke-Spiel zu gehen, in so einem Kontext. Also wir haben ja die zwei Spiele da drumherum halt sauhoch gewonnen, aber wenn du siehst, wie zum Beispiel Paderborn, die auch unter der Woche Pokal hatten, die verlieren das nächste Spiel. Magdeburg verliert beide, waren das zwei Heimspiele oder war das eine war, glaube ich, das Heimspiel, was sie erst verlieren vor ihrem Heimspiel gegen Dortmund, dann verlieren sie das Auswärtsspiel auch noch. Mhm. Also die haben sich da so ein bisschen rausbringen lassen von diesem Pokalding und das genau das haben wir nicht gemacht. Ja. Ja. Gut, ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern, ja, ich meine, das klingt halt immer so, als wäre das jetzt irgendwie kalkuliert oder sonst irgendwie, ne? Dass wir gesagt hätten, wir lassen uns jetzt da nicht rausbringen oder irgend sowas. Ne? Also aber wir haben es einfach gut gemacht, uns da nicht rausbringen zu lassen, ne? Ja, ja. Gut, Magdeburg hat jetzt in Karlsruhe verloren, das kann tatsächlich ja auch sein. Und das gut, passiert im Paderborn hat, ja. Paderborn hat in Jena verloren und Jena scheint tatsächlich zu Hause richtig stark zu sein, auch wenn sie ja auch unsympathisch da sind mitunter, aber die scheinen da scheint so eine besondere Atmosphäre zu sein, dass die da nochmal richtig gut spielen anscheinend mitunter auch. Ja, also wie gesagt, Paderborn mit 34 Punkten vorne, 34 Punkten nach 14 Spielen, das ist schon ziemlich gut. Also das ist auch viel. Ja, das ist schon echt viel. Dann Fortuna Köln hat sich jetzt an Magdeburg vorbeigeschoben, beide mit 30 Punkten. Und dann kommen wir schon mit 29, also sind dicht dran. Ja, Haching war uns zwischenzeitlich bis auf einen Punkt rangerutscht, aber die haben jetzt auch mal wieder verloren und deswegen haben wir jetzt genau, da freut sich so ein ja ganz besonders. Deswegen da jetzt wieder 4 Punkte Abstand. Ja, dann schon Rostock 22 und dann geht's so dahin. Ja, aber dann haben wir jetzt auch so ja Meppen. Wenn man jetzt mal so guckt, was wir so da oben haben. Also bisher gespielt haben wir gegen Fortuna Köln. Da haben wir mit Glück ja noch spät da den Ausgleich gemacht im Heimspiel. Unter Haching hatten wir gewonnen. Wie war denn das? Das war sehr am Anfang ein sehr glückliches 1-0. Ja. Genau, ein 1-0, ziemlich knapp. Ja. Und Meppen haben wir verloren und die anderen da oben, die kommen jetzt in den nächsten Wochen. Ja, gut, du musst aber auch überlegen, als wir gegen Groß Asbach gespielt haben, waren die uns auch noch dicht auf dem Fersen. Ja, naja, ist jetzt, genau, aber jetzt kommen so wirklich so die ganz knackigen Spiele. Also ich meine, wenn wir die da bestehen und danach, ich sag mal, mindestens immer noch auf dem gleichen Platz sind, dann können wir uns da lange halten, ja. Aber gut. Ja. Genau, was kommt dann als nächstes? Jetzt am kommenden Samstag, wir haben es schon erwähnt, das Spiel in Magdeburg, die jetzt mit zwei Ligaspielen und dem Pokalspiel hintereinander verloren, sicherlich darauf brennen werden, das Spiel zu gewinnen. Also ich meine so oder so, aber jetzt vielleicht spielt das natürlich dann aber auch so ein bisschen in die Köpfe rein. Ne? Mal gucken. Ich meine, wir kommen da mit breiter Brust. Bin sehr gespannt. Ich werde es mir bei Telekom anschauen. Ach nee, das kommt sogar im MDR, glaube ich, auch, ne? Habe ich gelesen. Aber MDR hat, glaube ich, kein HD oder ich habe das nicht in HD. Ich weiß es gar nicht. Ja. Wahrscheinlich gucke ich es wieder auf Telekom. Sonja berichtet uns dann von vor Ort. Ja. Genau, und dann haben wir nächste Woche schon wieder ein Wochentagsspiel. Das haben wir das letzte Mal so ein bisschen angeteasert in der Diskussion und dann später irgendwie vergessen, nochmal zu erwähnen. Dann ist nämlich das nächste Hessen-Pokalspiel beim FSV Frankfurt. Also nicht weit. Haben Glück, müssen nicht bis Kassel oder irgendwo hinreisen, sondern können zum FSV fahren. Sagst du, weil du noch nie im schönen Kassel warst?
Ich war schon in Kassel, aber tatsächlich nicht im Stadion. Ja. Weil du noch nie in dem Stadion standest, sondern ein Unwetter zog auf. Ja, richtig. Ich erinnere mich an deinen Blogbericht von vor einigen Jahren. Genau. Also ich da irgendwie unter die Tribüne gerettet habe. Ne? Ja, wir durften dann zum Glück rüber, aber das Spiel wurde dann unterbrochen. Und so. Ja, richtig, genau. Da gab's das sind diese Erlebnisse, weißt du, das hast du beim FSV Frankfurt nicht. Ja gut, es könnte natürlich auch ein Unwetter geben und das Spiel wird unterbrochen, aber wir stehen wahrscheinlich schon vorher unter dem Dach. Genau, aber das ist mir persönlich natürlich nicht unrecht, derweil ich in Frankfurt arbeite und da gemütlich nach der Arbeit einfach hinfahre. Das ist schon mal ganz gut. Und es kommt ja auch... Fahren und gemütlich und Frankfurt in einem Satz. Ja, ich habe heute schon die Heimfahrt aus Frankfurt durch den Allerheiligenverkehr hier nach Wiesbaden rein überstanden. Ja, dann fahr du mal gemütlich zum Bornheimring. Ja, ich weiß. Na, irgendwie werde ich hinkommen. Ich werde rechtzeitig starten, um 17 Uhr oder so aus der Innenstadt. Wenn nicht, nimmst du die U7. Ja, dann muss ich auch wieder zurückfahren mit der U-Bahn, das ist ja das Schlimme. Irgendwas ist immer, ne? Genau, also nächste Woche Mittwoch 19 Uhr im, wie heißt das Ding, Frankfurter Volksbankstadion am Riederwald. Nein, nicht am Riederwald, am Bornheimer Hang natürlich. Toll. Ja. Wisst ihr irgendwas vom FSV Frankfurt? Also letztjährigen Kader ist ja eigentlich nichts mehr übrig geblieben? Oder fast nichts? Ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie die letzten Spiele von denen waren. Die fangen sich, glaube ich, gerade so ein bisschen. Das ist mitunter gemischt, ja. Sie haben jetzt gut gegen Kassel gewonnen, gegen Elversberg verloren, gegen Röchling, Völkling gewonnen. Also sind ja übel schlecht gestartet in diese Regionalliga-Saison. Ja, war ja auch irgendwie verständlich, weil sie ja komplett irgendwie das Personal ausgewechselt haben. Aber sie fangen sich jetzt gerade so ein bisschen, dass sie ab und zu auch mal gewinnen. Genau, wobei sie immer noch auf einem sehr eher schwachen Platz 14, was ist es? Ja, 14. sind sie von 19, mit 17 Punkten nach 16 Spielen. Ja, aber klar, die ich glaube nicht, dass da noch irgendjemand groß spielt von letztem Jahr. Nee, ich hatte neulich mal drauf geschaut, viele sind ja nicht mehr. Könnte noch dazu sagen, sie haben im Achtelfinale gegen die uns wohlbekannten Rot-Weiß-Hadamar oder den SV Rot-Weiß-Hadamar heißen die, glaube ich, ne? Gegen die haben sie 2-1 gewonnen. Da hat Jan Bangert das Tor für Hadamar geschossen. Aber es war halt nur eins. Da war der letztjährige Finalist eben draußen. Und Frankfurt jetzt die letzten beiden Heimspiele in der Liga gewonnen. Davor 0-0 gegen Steinbach, die ja auch eher zu den Besseren gehören. Gut, aber trotzdem, ich meine, da gibt's jetzt... Ja, na klar sind wir da favorisiert. Man muss sich auch nicht schonen, denn danach gibt's schon wieder Länderspielpause, die letzte für dieses Jahr. Was ist denn da? Da sind jetzt noch diese Playoffs für die WM-Quali, ne? Genau. Ja. Und alles andere spielt irgendwelche Freundschaftskicks. Genau. Von daher können die dann auch am Mittwoch dann sich nochmal wirklich verausgaben. Hätte ich aber trotzdem nichts dagegen, wenn es nach 90 Minuten entschieden wäre. Aber schauen wir mal. Notfalls halt auch länger. Ja, dann gäbe es, sofern wir da gewinnen, ein Halbfinale, genau wie im letzten Jahr, und zwar beim, wie heißen sie, TSV Steinbach, da oben bei Haiger. Da waren wir letztes Jahr ja auch im Halbfinale, wo wir dann überraschend hoch gewonnen haben. Wie war das? 4-0, 5-0? Ich glaube 5-0 war 5-1. Das. 5-1? 5-1, haben die ein Tor gemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Ich meine schon. Ich müsste jetzt gerade nachgucken. Ich habe mich jetzt gerade. Ist natürlich in unserem Rausch irgendwie untergegangen. Ja, genau. Da haben wir dann das erste Mal ja im Prinzip so live aufgenommen für unseren kleinen Podcast. Das sollten wir nie wieder tun. Wieso? War doch super. Vielleicht machen wir das nächste Woche in Frankfurt auch mal. Da sind ja noch ein paar andere Podcast-Größen vor Ort.
Ja, kannst du die sprechen lassen, die sehen das ja neutral. Ja, genau, die werden wir dann mal befragen. Also ich hoffe mal, dass die bei uns im Gästeblock stehen. Hat sich schon der Marvin vom Eintracht Frankfurt Podcast hat sich schon angekündigt und der Stefan vom Padercast. Ich hoffe mal, dass die alle mit uns in den Gästeblock kommen und dann dürfen die mal, dass ich so ihre Einschätzungen vor und nach dem Spiel oder so aus dem Besten geben. Das nehmen wir uns mal für die nächste Sendung mit rein. Ja, einmal mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis arbeiten, genau, ja. Ja, genau. Und nach der Länderspielpause haben wir mal wieder ein Flutlichtspiel zu Hause, und zwar gegen Hansa Rostock am Freitag, den 17.11. Diese Spiele gegen Rostock, die sind ja irgendwie immer freitagabends, wenn es nicht sowieso ein Wochentagsspieltag ist. Aber das kann ja eigentlich nur Absicht sein. Ich glaube, da werden die Rostock-Fans werden da regelmäßig irgendwie ein bisschen abgestraft vom DFB. Damit jetzt da bloß keiner mitkommt. Ja, ja. Ja, die kommen ja dann trotzdem zu großen. Ja, ja. Zu großen Zahlen. Ist ja auch irgendwie schon wieder cool, ne? Ja. Genau. Ja, Hansa in letzter Zeit auch wieder erstarkt, möchte ich sagen. Auch eine starke Abwehr. Ja, die haben noch weniger Tore kassiert als wir. Ja, genau. Durch die zwei Gegentore jetzt vom letzten Samstag sind wir nicht mehr die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Aber dafür die mit der besten Tordifferenz, was zu so einem späten Zeitpunkt der Saison, glaube ich, auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich das letzte Mal in der Regionalliga der Fall war. Kann mich nicht erinnern, dass wir ja in der dritten Liga und in der zweiten erst recht nicht schon mal so eine gute Tordifferenz hatten. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwann mal das die beste Tordifferenz hatten, so nach dem fünften Spieltag oder so. Ja, ja, genau. Vor allem hast du die beste Tordifferenz, du hast die zweitbeste Abwehr, du hast den zweitbesten Sturm, zumindest was die Anzahl der geschossenen und kassierten Tore angeht. Ja, ja. Du bist halt dementsprechend auch zu Recht Vierter, ja. Ja, ja. Das wäre auch mehr drin vielleicht, aber gut. Das geht mathematisch nicht ganz auf. Ja, es geht nicht ganz auf. Wenn wir es ein bisschen besser verteilt hätten, die Tore, ne? Aber gut. Ja, das stimmt. Ist ja nicht so, dass wir nicht auch ein paar Spiele relativ glücklich noch gepunktet haben. Also darf man jetzt nicht. Das war immer verdient, erinnere dich dran. Wir haben ausgemacht, das war immer verdient. Genau. Und wenn wir nicht gewonnen haben, waren die anderen schuld. War der Schiri schuld, die anderen schuld, alles war doof. Genau. Der Mond stand ungünstig. Es war immer verdient, wenn wir gewonnen haben. Ich guck mal weiter auf die nächsten Spiele. Ja. Mhm. Nach der Partie in Rostock geht's dann nach Zwickau am Samstag drauf. Wo wir dann unseren alten Freund Ronny König wieder treffen. Ach, Ronny König. Und Aykut Öztürk ist da auch, wenn ich das richtig sehe. Wer spielten bei Hansa? Da haben wir doch bestimmt auch noch welche. Ach ja, hier, genau. Benjamina und Ziemer. Ja, wobei Ziemer ist ja noch verletzt, ne? Der Powersturm. Ja, klar. Genau. Und dann folgt das letzte Heimspiel für dieses Jahr am Samstag, den 2. Dezember gegen den SC Paderborn. Möglicherweise ein Topspiel zu diesem Zeitpunkt. Also Paderborn ist sicherlich noch irgendwie mit da oben und wir hoffentlich auch, vielleicht sogar noch ein bisschen näher rangerutscht im Idealfall. Mal gucken, was uns da erwartet. Ja, weiter schauen wir jetzt mal noch nicht voraus. Ich denke, bis dahin machen wir auf jeden Fall mal wieder eine weitere Folge. Ja. Paderborn fiel mir noch auf. Sven Michel, glaube ich, ne? Der da bei denen sehr gut spielt. Das war wohl einer dieser Spieler, die wir eigentlich schon verpflichtet hatten vor der Saison. Ah, diese Nummer vor der Saison, wo Hocke irgendwie sagte, wir hatten da mit Paderborn irgendwie was ausgemacht und dann sind die drin geblieben, aber keine Namen genannt, ne? Genau, aber das hat jetzt Nico Schäfer in diesem Wohnzimmergespräch, wo es jetzt die erste Folge gab. Ja, jetzt habe ich mir gar nicht das Komplette angeguckt. Siehste, musst du mal machen. Lohnt sich nämlich. Und da hat er das auch vorausgeschickt und danach hatte ich keine Zeit mehr. Ja, ich gucke ja selten irgendwie so diese YouTube-Videos, aber das habe ich mir tatsächlich mal komplett angeschaut und das lohnt sich sehr. Ich fand es sehr interessant. Kann man empfehlen. Ich nehme das mal in die Shownotes mit auf. Wo halt zu diversen Themen halt auch generell, wie so die Planung läuft, wie Spielerverpflichtungen so funktionieren und so weiter, wie das Scouting so ist, und auch diverse andere Sachen. Das war wirklich interessant. Mal gucken, ob da noch mehr
Folgen dann da kommen. Aber jedenfalls, da hat er auch erwähnt, dass er eigentlich mit dem Sven Michel war, das ist eigentlich schon alles klar, und dann sind die halt durch das Durchrauschen von 1860 und dadurch, dass von Paderborn da deswegen drin geblieben ist, war das dann halt hinfällig. Ja, und der spielt ja jetzt auch ziemlich gut. Also den hätten wir wahrscheinlich sonst auch gut gebrauchen können. Ja. Ja. Okay. Das soll es mal momentan sein für die nächsten Spiele. Sollen wir jetzt mal ein bisschen über Taktik plaudern? Das hatten wir das letzte Mal schon mal so ein bisschen angekündigt. Das war ein Hörerwunsch. Wir haben es vorhin auch schon so beim Schalke-Spiel ja schon mal anklingen lassen. Aber wir können es ja vielleicht ein bisschen allgemeiner noch so handhaben, was wir so beobachtet haben jetzt so in den letzten Wochen und Monaten. Willst du mal anfangen, Micha? Ja, wie gesagt, ich hatte es ja schon gesagt, dass also was mir bei der Taktik auffällt, ist A, dass wir jetzt ja regelmäßig mit zwei Stürmern spielen. Das war ja vorher lange so ein 4-5-1. Mhm. Daraus wurde jetzt ein 4-4-2. Wobei da häufig war ja dann in diesem 4-5-1 dann ja so Blacher so eine Art hängende Spitze. Genau, also der Blacher eher so als Zehner, ja. Oder eben hängende Spitze und Schäffler vorne drin. Mittlerweile, da habe ich mich halt auch gefragt, ob Blacher jetzt so ein bisschen ein Systemopfer ist. Denk aber, wenn der jetzt so sich brutal aufdrängen würde, dann würde der auch einen Platz finden in der Startelf. Aber er setzt da eher auf Breitkreuz oder jetzt eben auch mal, ja, Diawosi spielt ja jetzt viel links, weil Ditgen ja nicht fit ist oder nicht fit wird. Und dann hast du vorne oft Breitkreuz und Schäffler oder eben dann auch mal Mvibudulu. Und Andres hat sich ja jetzt auch fest etabliert auf rechts, der ja am Anfang auch mal dann auch mal im Sturm sich versucht hat. Und ja, und dann hast du im Mittelfeld, ist es auch keine flache Sechs, also nicht zwei defensive Sechser, sondern es ist da ja auch eher so eine Raute, also sprich, dass du einen defensiven Sechser hast, was jetzt zuletzt Mrovca war, weil er ja auch Darms nicht fit war, und eben den etwas den Spielgestalter mit Andrich, beziehungsweise klar, der kloppt auch mal einen um zur Not und sieht ja auch regelmäßig seine gelbe Karte. Aber ja, so von der Grundformation spielst du meiner Meinung nach ein 4-4-2, was dann insgesamt recht offensiv daherkommt. Und das hat Rehm ja auch zuletzt, also jetzt auch nochmal betont, dass sie offensiv so eine Qualität haben, dass er das auf jeden Fall auch in die Waagschale bringt, weiß ich jetzt nicht. Ja, und damit richtest du dich ja auch nicht mehr wirklich nach dem Gegner. Das war ja das, was ich auch gesagt habe wegen Schalke. Also du, das ist deine Formation und dann muss sich der Gegner danach richten. Das ist so zumindest jetzt mein Eindruck der letzten Wochen. Und bei den meisten hat es jetzt nicht so gut geklappt. ja, dann fällt halt auch auf, dass sie nicht mehr die Innenverteidiger die langen Bälle hinten rausspielen, sondern sie operieren auch mit langen Bällen, aber das sind dann oft so lange Flankenwechsel, also nicht Flankenwechsel, aber lange Seitenwechsel. Genau. Um eben das Spiel entsprechend zu verlagern. Also keine Bälle um, also sie spielen mitunter auch lange Bälle, um auf den abgewehrten zweiten Ball zu hoffen und da dann entsprechend auch mit ein paar Mann zu sein. Aber sie spielen halt oft so einen verlagernden Ball diagonal nach vorne auf die Seite, wo dann entsprechend ein bisschen Platz ist. Und das sieht ja nicht nur einstudiert aus, es ist auch technisch oftmals so, dass da eben entsprechend was bei rauskommt, und du merkst halt gerade, wenn die erste Chance sitzt, ja, dann lassen die nicht nach, sondern dann gehen die nach, und sie haben wirklich die Qualität, innerhalb von kurzer Zeit einige Chancen zu kreieren. Und ja, das macht mir unheimlich viel Spaß gerade, und ich denke auch allen anderen von den 2000, die regelmäßig kommen. Ja, also da hätten sie jetzt echt auch mehr Zuschauer verdient. Ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich würde
Bei Raute oder Mittelfeldraute würde ich ein bisschen widersprechen. Also ich sehe es schon eher als eine Doppel-Sechs, wobei natürlich da halt der Andrich dann häufig dann weiter mit nach vorne geht, klar. Die müssen ja nicht immer nebeneinander stehen, aber dass sie wirklich quasi hintereinander spielen, wie es jetzt, wenn man so eine Raute aufmalen würde, Ja, okay, so sehe ich es ja. eigentlich nicht, ne? Aber gut, das ist vielleicht auch eine Feinheit. Ansonsten ist es klar, auf jeden Fall ein 4-4-2, ziemlich ausgeprägt. Ich hatte das ja mal in unserem Interview den Trainer auch gefragt, ob er da dran, auch dran denkt, vielleicht in der Abwehrformation was zu machen, weil man sieht es ja bei mittlerweile vielen Teams, diese Dreier- bzw. Fünferabwehr. Aber da hat er offensichtlich, das haben wir noch nie gesehen, irgendwas in der Richtung. Also dass die Viererreihe ist da wohl gesetzt. Ja. Aber mal gucken, vielleicht, wie sich das entwickelt. Ansonsten, klar, ein relativ starker Fokus auf die Außen, dass du da schnelle Spieler hast. Also es wird dann doch häufig eigentlich die Angriffe dann über die Außenbahnen dann eingeleitet. Wobei sie da schon Variationen haben, ne? Also wir haben auch Spiele gesehen, wo wahnsinnig viele Flanken reingeschlagen wurden. Nicht immer erfolgreich. Aber da war aber offensichtlich wohl dann die Ansage, wir wollen da viele Flanken in die Mitte. In anderen Spielen siehst du das ganz wenig, ne? Da kommen dann, wenn dann vielleicht flache Bässe oder auch dann halt mal steile Anspiele in den Strafraum rein. Also das sind dann offensichtlich die gegnerabhängigen Komponenten, was sie sich dann halt vorher dann so als Matchplaner halt zurechtlegen, wo sie dann den Gegner gescoutet haben und dann sich überlegen, okay, den kannst du halt jetzt vielleicht am besten über die oder jene Stelle knacken. Das gefällt mir insgesamt Ja. ganz gut, dass man da immer halt entsprechend sich da präzise vorbereitet und sich da einen Plan überlegt. Wir hatten es ja auch schon häufig, dass dann irgendwie so die erste Halbzeit dann doch nicht so doll war und die zweite dann aber ziemlich anders gelaufen ist. Das heißt, es kann offensichtlich auch im Spiel dann noch was justiert werden. Was ja auch Ja, immer wichtig ist. ich find, du merkst auch, wenn jetzt ein Minzel wieder hinten links spielt statt dem Notnagel. Notnagel hat das jetzt auch nicht schlecht gemacht, aber du merkst da schon eine andere Qualität, auch was die Flanken angeht von Minzel. Der trifft jetzt auch nicht jeden Ball, aber ja, und ich finde, man merkt auch, dass Kuhn als Rechtsverteidiger, so was die insgesamt, dass die Qualität angeht, noch ein bisschen abfällt. Oder seht ihr das anders? Also ich finde, der Das ist ist mir auch noch. extrem aufgefallen beim Schalke-Spiel, aber auch sonst, finde ich, merkt man, dass der kein gelernter Rechtsverteidiger ist. Der ist Ja, ja eigentlich genau, eher ein also Offensiver. genau, also ich denke mal, wenn alle fit wären, dann würde Dahms vielleicht auch wahrscheinlich wieder auf der 6 spielen und der Mrowca hinten rechts. Das wäre mir auch lieber, ehrlich gesagt, ja. Ja, und dann hast du, ja, wie gesagt, mit dem Breitkreuz einen, der eben auch die Bälle vorne festmacht, der jetzt nicht so torgefährlich war, auch wenn er jetzt endlich mal getroffen hat, aber der auf jeden Fall die Bälle verteilen kann, auch nicht verliert unbedingt. Und ja. Und eben auch ein Diawosi, der ja über links, der spielt mir oft noch zu eindimensional. Also sprich, der hat eine Idee und ich glaube, irgendwie sieht auch jeder, was er vorhat. Ja, Meistens absolut. ist es, den Ball am Gegner vorbeizulegen und hinterher zu rennen. Ja, also da muss eigentlich, also er hat jetzt auch, wie gesagt, gute Ansätze. Er hat jetzt auch leider noch nie getroffen, aber Als ja, ich einer von denke auch wenigen da. im Kader, ja. Ja, auch da, der auch zumindest genug Chancen hatte schon. Ich denke halt auch da, wenn Ditgen fit ist, wird sich Diawosi vielleicht auch wieder hinten anstellen müssen. Aber Ditgen ist jetzt auch schon wieder so lange raus. Gefällt mir auch nicht. Das, Ja, der hat eigentlich nur drei ja. Spiele, glaube ich, gemacht, ne? Ja, Oder wie viel kam, waren es? hat direkt gespielt und danach ewig verletzt jetzt. Ja, das ist Ja, natürlich ein und bisschen vor allem, doof. das war ja irgendwie eigentlich so eine kleinere Verletzung, dann war er wieder im Training, dann ist das wieder aufgebrochen und eigentlich hieß es ja jetzt vor einiger Zeit, er sei ja auch wieder komplett ins Training eingestiegen, sodass ich auch, was Micha, glaube ich, vorhin erwähnt hatte, auch, oder war es Gunnar, weiß gar nicht mehr, die Hoffnung hatte, dass der vielleicht auch fürs Schalke-Spiel schon zurückkommt, aber da war ja dann auch irgendwie nichts mehr zu hören. Genau, der ist jetzt in der Kategorie Schwadorf und Pezzoni. Genau, Das ist so Irgendwo im langsam. Rehabilitierung. Gut, Spielen gerade noch keine Rolle.
Bei dem einzigen, wo ich es verstehe, ist Schwadorf. Der hat ja eine Leisten-OP und das ist eine langwierige Geschichte, weil da kannst du auch nicht viel machen einfach in der Zeit. Da musst du einfach nur warten. Aber zum Beispiel weiß ich auch gar nicht, was bei Pezzoni ist. Also was hat er eigentlich? Keine Ahnung. Das ist merkwürdig. Es ist wieder das Problem, dass es halt einfach, dass keiner da ist, der mal nachfragt. Also, dass wir kein Verein sind, wo die Journalisten täglich am Trainingsplatz stehen und eben sowas fragen. Das ist da, macht der Verein sein Interview vom Spieltag und dann sagt der Trainer, ja, ausfallen werden noch die Langzeitverletzten Schwadorf und Pezzoni. Ja, wobei, da muss ich mal, ich kritisiere ja gerne den Wiesbadener Kurier, aber ich muss mal so eine kleine Lanze für die brechen. Die haben doch in letzter Zeit doch regelmäßig so unter der Woche mal einen Artikel drin, wo es halt konkret um einen Spieler geht, ne? Und im Prinzip so kommen sie nach und nach, arbeiten sie sich so durch die ganze Mannschaft. Ja, natürlich, der HR war jetzt vor Schalke dann auch mal da, aber es ist ja trotzdem noch was anderes. Ich meine, wenn du dir einen Bundesliga-Club anguckst, da ist Ja. irgendwie ein Ersatzspieler ein Schnupfen und dann Das ist merkt das klar. gleich jeder und dann twittern es gleich 10 Journalisten, Das weil die ist halt ja alle auch, da sind jeden Tag ja, und das ist ja auch teilweise völlig absurd und übertrieben, was ja, da klar, aber bei jeder uns ist Pups es zur eigentlich Meldung dann, gemacht wird. ist es ja komplett das Gegenteil. Also da fällt irgendein Stammspieler aus und keiner weiß, was der jetzt hat, weil halt auch irgendwie keiner nachfragt. Ja, müssen wir doch Ja, mal vor allem selber hingehen. das Krasse ist Ja. halt auch mit Pezzoni. Also wenn, ich war ja nach dem, er hat ja erst nach dem Pokalsieg verlängert, ne? Genau. Und Ja, am also Tag nach dem danach, einen ersten, Tag danach mit nach dem, Veilchen. genau, das heißt, es war wahrscheinlich dann auch vielleicht so einem finanzieller Natur geschuldet, dass man da auch die Planungssicherheit hatte mit den entsprechenden Einnahmen. So habe ich es jetzt zumindest interpretiert. Und damals war ich sehr froh, weil ich mir gedacht habe, wenn der Pezzoni jetzt auch noch weg ist, mittlerweile, ja, klar wäre es schön, wenn er wieder kommt. Und aber ich glaube, der wird sich, also ob der noch mal so in die Mannschaft findet, das kann ich mir jetzt gerade nicht so gut vorstellen, ehrlich gesagt. Und das ist halt schon auch krass, wenn du siehst, wie sich die Mannschaft entwickelt hat. Vielleicht schafft das auch. Und er hat da immer auch ganz gut abgeräumt, aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, er ist jetzt nicht mehr so, er fehlt jetzt nicht mehr so, natürlich nicht mehr so wie noch vor einem Jahr. Ja, genau, richtig. Ja, aber lassen anderen Sechser ausfallen und dann ist er auch blitzschnell wieder drin und kann es wieder reinspielen. Natürlich, klar. Aber wie gesagt, er hat jetzt, er war jetzt noch nicht einmal im Kader, ne, glaube ich. Und heißt immer nur rekonvaleszent, genau wie Schwadorf. Und ich meine, der wurde an der Leiste, glaube ich, operiert, aber das dauert doch jetzt auch kein halbes Jahr, oder? Ich weiß irgendwie nicht, was da, also ob Ja, da doch, nicht. das hab ich ja gerade gesagt. Also so Leistendinge, das ist meistens relativ langwierig. Aber gut. Ja, ey, gut. Vielleicht nochmal zurück zum Zur Taktik. genau, was können wir sonst noch so feststellen? Also jetzt in letzter Zeit eine klar ausgeprägte Zweistürmerformation, das hat man schon erwähnt. Spielaufbau, hast du auch schon gesagt, dann meistens über die Sechser eigentlich. Ja, also gerade Andrich so mit seinen Seitenverlagerungen ist da sehr wichtig und deswegen auch sehr schmerzhaft, wenn der mal fehlt. Das hatten wir ja gerade gegen Meppen das Spiel. Ja, was auch noch auffällt, ist, dass zum Beispiel, das war ganz witzig gegen Münster, war ich ja bei, ich habe ja das erste Gegentor gar nicht gesehen, weil ich da gerade auf Toilette schrägstrich am Bierstand war. Und kam dann wieder hoch und dann sagt mir der CJ, ja, übrigens haben Andrist und Diawusi gerade die Seiten getauscht. Also dann war Andrist links und Diawusi rechts und dann war direkt die Szene, wo dann Andrich rechts steil geht, nach links querlegt und dann eben Andrist auch das Tor macht, wo ich dann auch dachte, ja, klar, jetzt ist Diawusi gerade mal von der linken Seite weg und da gibt es direkt das Tor über links. Ja. Oder von ja. Aber das ist halt auch sowas, genau, dass dann während dem Spiel auch mal die Positionen getauscht werden. Ganz einfach um den Gegner, ja, dann klar, dass die Zuordnung dann vielleicht nicht passt oder dass sie sich dann wieder auf neuen Gegenspieler einstellen müssen. Und ja, auch das ist natürlich ein taktisches Mittel.
Ja, gut, ist jetzt nichts gar so weltbewegendes. Das haben wir früher auch schon häufiger mal gesehen, dass gerade so die beiden offensiven Außen mal die Positionen tauschen. Ja, aber da hat es nichts gebracht. Ja, das ist halt jetzt der Unterschied. Ja, genau. Ja. Ansonsten, ich meine, was willst du sagen? Du hast zwei Innenverteidiger, die zumindest auch stark genug am Ball sind, um das Spiel so zu eröffnen. Und ja, ich bin sehr froh, dass Minzel noch so fit ist und hinten links da seinen Part spielt. Genau. Und wie Ja, gesagt. ich denke, wichtig ist natürlich, ich meine, das sind ja auch eigentlich solche, ja, fast schon Binsen, aber dass halt wirklich die ganze Mannschaft, sowohl nach vorne als auch nach hinten mitarbeitet. Also da gibt es jetzt nicht so einen Bruch, dass jetzt irgendwie, keine Ahnung, Abwehr fängt erst beim Sechser an oder sowas, sondern gerade Schäffler ist ja auch so ein Wühler, der halt vorne da schon viel drauf geht und dann halt, selbst wenn er den Ball jetzt nicht erobert, aber zumindest dann halt vielleicht einen einfachen Aufbau beim Gegner halt schon mal erschwert. So dass hinten vielleicht leichter dann der Zweikampf gewonnen wird. Und auch umgekehrt gehen natürlich dann je nach Situation halt alle auch mit vor. Also wir hatten es jetzt dann gegen Schalke ist dann sogar am Schluss dann Mockenhaupt dann noch mit in den Sturm gegangen, ne? Oder verwechsel ich das gerade? Nee, war Ich, gegen. ja, doch, doch. genau. Ja, Schön noch schön der den Kopf ist noch verbunden mit Wunde drunter und was weiß ich was, aber sich da in alles reingeworfen. Ja, erst war da hinten alles weggeholt im 1 gegen 1, dann wurde er noch in den Sturm befördert. Ja, Ja. Der war irgendwie genau. überall. Okay, gut, das war jetzt natürlich dann eine Extremsituation, aber ansonsten hast du natürlich, klar, die beiden Außenverteidiger gehen natürlich häufig mit nach vorne und da haben wir also dieses typische Hinterlaufen hinter dem offensiven Außenbahnspieler, dass dann also auch von denen dann die Flanken reinkommen. Das gefällt mir übrigens bei Kuhn ganz gut, so dass seine Flanken sind häufig nicht so schlecht. Aber man merkt halt, tatsächlich ist er eher ein offensiver Spieler. Also in der Rückwärtsbewegung hat er da teilweise noch Schwächen. Genau, das ist halt aber auch ganz wichtig fürs Offensivspiel, dass die Außenverteidiger einen Offensivdrang haben, der auch dann tatsächlich produktiv ist. Und gleichzeitig, und das ist auch ganz wichtig, dass du eben, du hast jetzt vorne keine, wenn du, da du ja dann auch mit den Außenverteidigern aufrückst entsprechend, du hast da jetzt keine blöden Ballverluste. Weil das ist ja so ein Ding, wenn du vorne den Ball irgendwie blöd verlierst, gerade in der Vorwärtsbewegung, dann wirst du ja schnell mal ausgekontert. Und das passiert nur sehr selten, Ja. finde ich. Also das ist wirklich, klar geht auch mal ein Ball ins Aus und alles, aber in der Regel hast du dann auch wieder Zeit, dich zu ordnen. Und schaffst es selbst, wenn dann selbst mal den Ball hinten abzufangen, gerade wenn du auch führst, und dann eben den schnellen Gegenstoß zu starten. Genau. Ja, also vom Umschaltspiel ist es auch, sehr, sehr, gefällt es mir sehr gut. Aber wie du es vorhin schon erwähnt hast, also es war tatsächlich eine gut, dadurch, dass jetzt in letzter Zeit auch sehr viele Tore gefallen sind, sieht man natürlich dann halt auch alle Varianten, aber halt von ruhenden Bällen über schnellen Konter, auch über, ich sag mal, offenes Spiel, haben wir eigentlich schon alle Varianten jetzt drin gehabt, wie die Tore so fallen. Also das ist schon gut und natürlich dann halt für den Gegner schwierig, weil halt, naja, jeder Ballbesitz im Prinzip für Gefahr sorgen kann. Ja, ansonsten das eigene Ballbesitzspiel. Ich denke, da ist halt immer das, was halt am längsten oder dauert, beziehungsweise was am schwierigsten ist, halt dann Lösungen zu finden, wenn der Gegner jetzt einfach, ich sag mal, massiv hinten drin steht. Keine Ahnung, vielleicht zwei Viererreihen da verschiebt oder sowas und da musst du halt mal gucken, wie du da irgendwie mal durchkommst, ne? Aber ich denke, da sind sie auch dran. Also da tut sich auch was. Genau, also das Durchkommen ist nicht unser Problem, eher dann mitunter das Verwerten von Chancen, was wir jetzt ja in letzter Zeit nicht hatten, aber wie gegen Meppen halt, ne? Das war dann ja auch, Genau, da hätte es auch das, Chancen genug gegeben, dass wir das Spiel, was ich, genau. 3-1 gewinnen. Ja, also so ist es Genau. nicht. Ja. Ja, gut. Liebe Hörer, wenn ihr da was ergänzen möchtet oder auch korrigieren, wenn ihr was Sachen vielleicht ganz anders seht, nur zu, meldet euch. Wir sind wie immer über jegliches Feedback dankbar. Wir geben das dann weiter, wir drucken das aus und fahren damit zum Hallberg. Ja, genau. Also wir hätten aber folgende Anmerkung.
Ja, also insgesamt kann man jetzt vielleicht sagen, wenn man, keine Ahnung, viel anderen Fußball guckt, jetzt Erste Liga oder sowas, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, was Rehm jetzt da betreibt, aber er setzt es konsequent um. Er spricht ja immer gern von den Basics. Bei den Spielern hört man es auch manchmal so in den Interviews, ne? Die Basics müssen stimmen. Also klar, also die ganzen Grundlagen und darauf baut sich dann halt alles auf, ja. Aber das verfestigt sich immer mehr und das sehen wir halt auch in der Entwicklung, ja. Gut, machen wir mal hier einen kleinen Cut an der Stelle. Über was wollen wir noch sprechen? Ich finde, wir müssen Micha noch da rausholen, dass er der Einzige ist, der was Schweinisches gesagt hat. Und, da möchtest du noch was ergänzen. Moment. Da möchte ich natürlich noch was ergänzen. Nein, da möchte ich noch was zitieren. Da möchte ich noch unseren Trainer zitieren. Ah, ja, genau. Heute war der Artikel, ne? Oder war das gestern? Ja, oder der war, glaube ich, sogar schon von gestern. Der bezog sich noch so ein bisschen auf das Münsterspiel, aber auch so generell. Geil, die Chancen alle gemacht, blablabla. Und dann sagt unser Trainer, jetzt muss ich es nur noch finden, die Jungs bringen einfach eine irre Geilheit auf den Platz. Ja. So, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das lässt du mal so stehen, sehr schön. Ja, ja. Du kannst auch gerne was dazu sagen. Spricht ja sehr für sich. Ja, genau. Du kannst auch irgendwie noch einen Schweinischen hinterher kloppen, dann hast du auch einen gemacht. Nein, das ist, das steht für sich. Ja. Ja. Das ist auch ein fühlt ihr sie auch, die irre Geilheit? Ein wunderbarer Sendungstitel eigentlich. Die irre Geilheit. Also ich wollte nur anmerken, dass ich nichts Schweinisches gesagt habe, sondern dass ihr das nur so interpretiert habt. Ist alles nur in unserem Kopf. Aber irre Geilheit ist schon eine coole Beschreibung, auf jeden Fall. Ja, wenn schon der Trainer so anfängt, ey. Das ist normalerweise sagen wir das im Fanblog und da unten sagen sie, ja, das war ganz gut gemacht. Endlich sprechen die mal unsere Sprache da. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich hätte hier noch was auf dem Soundboard. Naja, gut, das lasse ich jetzt mal. Ruhe jetzt nicht. ja, okay. Also, Sendungstitel ist gefunden. Sehr gut. Dann wollen wir noch, haben wir noch News. Regionalliga-Reform ist so ein Stichwort, was ich hier noch stehen habe. Ja, also da gibt's ja jetzt eine Ankündigung, dass am 8. Dezember auf der DFB-Präsidiumssitzung entschieden wird, was da eben wie das weitergeht mit den Aufsteigern aus der Regionalliga und damit auch verbunden die eventuelle Erhöhung der Absteiger aus der dritten Liga. Mhm. Und wenn ich das jetzt so richtig interpretiert habe, dann wird es bei 5 Regionalligen bleiben. Es wird da keine Veränderung der Anzahl der Ligen geben, was ja eigentlich am einfachsten wäre, wenn man 4 Regionalligen hätte. Aber es wird wohl der 4. Absteiger kommen aus der dritten Liga und zumindest ist das jetzt am wahrscheinlichsten. Und so dass sie dann sagen, 4 Aufsteiger aus 5 Ligen ist besser als 3 Aufsteiger von 6 möglichen Aufsteigern, weil ja die Südweststaffel noch den zweiten, auch der zweite da ja aufsteigen kann. Mhm. Also 4 aus 5 ist besser als 3 aus 6. Und ich gehe davon aus, dass die dritte Liga dann mit irgendwelchen finanziellen Ausgleichen dieser 4. Absteiger abgerungen wird. Aber, genau, da war jetzt irgendwie die Rede, dass irgendwie es ein paar Millionen extra vom DFB gibt für die Nachwuchsarbeit. Wobei das natürlich auch, ja, wenn wir jetzt die 3 Millionen durch 20 Vereine, beziehungsweise 19 Vereine, wenn man jetzt die Werder Bremen 2 rausnimmt, wenn man das aufteilt, bleibt jetzt auch nicht so wahnsinnig viel pro Mannschaft übrig. Wird sich der 4. Absteiger sehr drüber freuen über das Geld. Ja, das ist halt auch so, diese Frage mit so einem Fallschirme, die ist halt jetzt, das ist übrigens auch was glaube ich, Nico Schäfer dann im Wohnzimmergespräch angesprochen hat. Wenn du aus der ersten in die zweite oder von der zweiten in die dritte plumpst, da gibt's ja noch immer irgendwie so diesen Fallschirm, wo du im ersten Jahr ja nochmal irgendwie so einen Extrabetrag kriegst, um da
übergangsweise da dein Budget besser in den Griff zu kriegen. Das gibt's aber jetzt von der dritten, die vierten, glaube ich, halt bisher zumindest gar nichts. Das könnte dann kommen halt, hatten sie, glaube ich, auch, habe ich irgendwas gelesen. Aber ich finde auch, bei einer 20er-Liga sind 4 Absteiger vertretbar. Ja. Zumal du dieses Nadelöhr-Regionalliga dann halt etwas breiter machst. Ja, also das. Ja, ich finde auch, es ist eher für die Regionalliga noch ein fauler Kompromiss mit diesen, ja, man steigt dann wahrscheinlich auf, aber garantiert man dann doch wieder nicht als Meister und so. Das ist jetzt also immer noch die Frage, dann, ne? Weil, ja, also, das war ja mal so die Forderung, der Meister muss aufsteigen. Gut, sie hatten da jetzt tatsächlich auch überlegt, dass die beiden, also dass die West- und die Südwest-Staffel dann einen festen Aufsteiger bekommen und dass die anderen drei dann noch die anderen beiden Aufsteiger ausspielen. Also sprich, dass Nord, Nordost und Bayern, dass von denen dreien halt 2 aufsteigen. Das war tatsächlich auch. Ist auch wieder Kacke, da hast du ja immer noch einen Meister, der nicht aufsteigt. Ja, natürlich, aber wenn du nur 4 Regionalligen hast, dann hast du ja auch. Hast du 4 Meister statt 5, ja. Aber klar, wäre das immer noch eine Verbesserung, und wie es ja immer so ist, wenn du die Regionalliga Bayern halt nicht aufgeben willst, dann kriegst du es auch nicht anders hin. Weil die, und dass die Nordost zusammenbleibt, finde ich eigentlich auch gut, weil es da viele Derbys gibt. Und im Westen und Südwesten hast du einfach viele Vereine, ja, das ist halt auch so. Und dann ist es irgendwie schwierig. Gut, aber im Endeffekt, wenn du dann, wie gesagt, wenn 4 aufsteigen, egal ob du jetzt 4 Regionalligen hast oder 5, brauchst du auf jeden Fall einen 4. Aufsteiger und. Sie hatten, ich glaube, es ist eine Verbesserung, das sehe ich auch, aber es ist immer noch nicht so gut, wie es sein könnte. Wenn es denn so kommt, warten wir es mal ab. Genau. Die Elf-Freunde hatte ja kürzlich da auch mal groß mit aufgemacht und haben sie auch dann nicht nur gemeckert, sondern auch konkrete Vorschläge gemacht. Aber gut. Ja gut, ich kotze ja auch schon hier seit Jahren in unserem Podcast über die Regionalliga Bayern. Also. Ja, ich glaube, da hat die Elf-Freunde vielleicht auch noch ein bisschen eine größere Aufmerksamkeit als jetzt unser kleiner, exklusiver Podcast. Nein, ich bin ja auch nicht der Erste, der auf die Idee kommt. Also. Die sind ja auch nicht die Ersten, die auf die Idee kommen. Ja, ja. Es ist ja einfach nur so ein krampfhaftes Festhalten. Es war ja nicht nur die Aufstiegsregelung. Ne? Ich glaube, sie haben ja auch eine ganze Reihe andere Reformvorschläge noch gemacht. Aber gut. Ich weiß nicht, ob der Artikel auch online ist oder das Ganze. Dann könnten wir das auch nochmal verlinken. Das war auf jeden Fall irgendwie, ich glaube, im vorletzten Heft drin. Ja, nach einer Zeit stellen sie ja online meistens. Ja, genau. Ja, gut. Dann würde ich sagen, drehen wir noch eine Runde durch unsere beliebte Kategorie Buntes. Da würde ich gerne kurz was einwerfen, was nicht in unserem Skript steht. Ja, bitte. Weil es mir gerade noch eingefallen ist, wir hatten ja schon mal über Manu Schäfflers Label gesprochen, über die Ballfellers. Ja. Die haben passend zum Schalke-Spiel oder halt an dem Tag irgendwie ihre neue Kollektion rausgebracht. Also da kann man jetzt online irgendwie wieder neue Teile bestellen. Und passend dazu, weil wir uns natürlich auch so ein bisschen die Frage stellen, was macht eigentlich Evans Nyako, den wir immer noch im Kader haben, der aber nicht mehr zum Einsatz kommt, der hat Modell gestanden. Aha. Unter anderem für diese Kollektion, kann man auf Instagram alles sehen. Na, da kann er sich auch nochmal nützlich machen. Konnte er sich ein bisschen als Model irgendwie noch so ein neues Standbein aufbauen. Ja, die beiden kennen sich ja offensichtlich schon oder müssten sich ja schon länger kennen, weil die haben ja vorher bei Holstein Kiel zusammengespielt, oder? Habe ich das falsch in Erinnerung? Das stimmt. Ja, genau. Ja, also ich weiß gar nicht, ob er da auch mit drin hängt, glaube ich. Also nicht, dass ich wüsste. Mhm. Also dass er da irgendwas mit aufbaut oder so, aber so als Model macht er sich ganz gut, finde ich. Ja. Vielleicht haben sie auch noch eine Verwendung für den Kollegen Kovac. Ja, der ist vielleicht im Vertrieb oder so, keine Ahnung. Betreut die Webseite. Oder den Instagram-Account. Das wäre auch geil, so, Trainer, du hast ja 2, die brauchst du nicht mehr, ich könnte die gebrauchen. Ja. So, wird für jeden was gefunden. Nein, aber es war dann schön zu sehen, dass da der Kollege auch was zu tun hat. Ich glaube, in irgendwelchen Testspielen durften die vor einiger Zeit mal wieder ran, ne? Aber ansonsten in den Kader für irgendwelche Pflichtspiele kommen sie nicht mehr. Keine Chance, ne? Ja, ja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt sogar vergessen, dass wir die noch im Kader haben. Ja, sie sind tatsächlich noch da. Ja gut, Vertrag läuft noch bis Saisonende. Ne? Ich
Sollte mich wundern, wenn jetzt, ja, vielleicht kann irgendjemand jetzt im Winter aus einer Verzweiflungstat, einer von den Abstiegskandidaten, dass die vielleicht einen verpflichten. Also wie wir uns ja auch häufig auch irgendwie im Winter mal bedient haben. Das ist übrigens auch, was Nico Schäfer da in diesem Gespräch da gesagt hat. Also im Winter kannst du eigentlich selten in guten Transfer landen. Ne? Deswegen, ich meine, bei Mockenhaupt, da war das halt so, ne, weil da die Saison in Norwegen halt gerade zu Ende war. Da hat das noch gepasst, aber ansonsten sind das ja meistens eher so entweder eine Wette auf die Zukunft, oder halt mal irgendwie einen Versuch, ne, von denen nicht alle aufgehen. Ja. Ja, oder du machst es halt wie Magath und holst irgendwie so 10 Tschechen und hoffst, dass dann einer davon einschlägt. Ja. Ja, genau, wenn du halt Bock hast auf einen 45-Mann-Kader. Ja. Wir brauchen auch keinen Mount Magath, wir haben ja schon den Hallberg, ne? Da können sie auch runterlaufen. Irgendwann wird Magath da stehen, darf ich bitte bei euch trainieren, ey, die Bedingungen sind so geil. Ja, genau. Hallberg im Winter, genau mein Ding. Ja. Ist der nicht jetzt in China? War da nicht irgendwas? Ja, hoffentlich bleibt er da auch, ey. Ja, naja. Ja, soll er die Armen da ein bisschen quälen, Ja, der kriegt die schon fit. Gut, also, buntes, ja, genau, die Ballfellers, neue Kollektion, okay. Ansonsten bei der Saisonspende, erschreckend wenig, in Worten null Feedback. Muss ich halt alleine machen. es kommt davon, wenn man nach Geld fragt, gell? Aber es ist ja nicht für mich, es ist ja nur, wer möchte mitmachen und hier für guten Zweck und Fame bei uns im Podcast. Wir erwähnen natürlich jeden gerne. Beziehungsweise, wenn jemand nicht erwähnt werden möchte, ist das natürlich auch völlig in Ordnung. Man kann auch anonym hier. Nee, wir wollen hier bloß, wenn es gut läuft, irgendwie ein bisschen größere Runde draus drehen. Aber so viele Tore, wie unsere Jungs zurzeit schießen, bin ich auch schon alleine tüchtig am Einzahlen. Jetzt die letzten beiden Ligaspiele haben allein schon wieder 11 € gekostet. Jetzt stehen wir schon bei 35 insgesamt. Genau, es geht voran. Im Tippspiel ist es gekommen, wie ich vermutet habe. Nach der letzten Aufnahme war ich das letzte Mal vor dir, Sonja. Voll auf Kurs. Ja, genau. Alle 2-1-Bot ist mir wieder im Nacken jetzt. Der hat einen guten Spieltag Ja, gehabt. ich sag ja, der kommt noch. Genau. Bei der Schnellbacher-Wette gibt es auch nichts Neues. Aber er hat gespielt im letzten Spiel. Der durfte endlich mal wieder von Anfang an ran, hat aber nicht getroffen. Ja, bei der Schnellbacher-Wette gibt es ja insofern Neues, als dass wieder zwei Spiele rum sind oder drei. Ja, klar. Sieht zunehmend schlechter aus, ja. Ja, also es sind jetzt 14 Spiele und er hat ein Tor, oder wie? Ich glaube eins, ja. Das war eins, habe ich mir gemerkt. Das ist ja jetzt sogar noch schlechter, als ich dachte, Ja. Dann hast du die Wette auch verloren. Nein. Okay. Dann habe ich hier noch eine Notiz zu unserem E-Sportler. E-Sportler? E-Sportsman? Wie sagt man denn? Wie spricht man denn den E-Sport? Ja, beim zum Bono halt. Ja, Der E-Sportler. genau. Ich habe heute einen wahnsinnig tollen Wortwitz zu Bono gelesen, aber halt in YouTube Bono. Aber gut, das. Kommt jetzt was Schweinisches? Nee, überhaupt nicht. Du wärst doch dran heute, ja. Nee, es ist auch dämlich und kommt, glaube ich, auch in. Dann lass Nee, es. ja, lass mal, genau. Da haben wir hier ein Video. Ich habe mir das aber noch nicht angeschaut. Lohnt sich das? Sollten wir uns das angucken? Welches Video ist das? Irgendwas auf Facebook. Ich habe es mir nicht, wie gesagt, ich habe noch nicht Also drauf ich geklickt. habe ein Video von unserem E-Sportler gesehen, da ging es als Vorschau vom Schalke-Spiel darum, dass er sich Gedanken gemacht hat, wie man taktisch Schalke schlagen kann. Aber nachdem dann in seiner Aufstellung Blacher, Müller, also der verletzte Müller, Blacher und der total aussortierte Funk in der Startelf standen, habe ich mir auch gedacht, gut, also das ist jetzt zwar nett gemeint, aber bietet mir jetzt wirklich keinen Mehrwert, eher einen Schmunzler. Okay. Das, was er ansonsten so allgemein gesagt hat, klar, hat auch schon irgendwie Sinn gemacht, aber ja, ist,
allein der Ansatz zu sagen, okay, ich zeige euch jetzt auf meiner PlayStation, wie unser Trainer im echten Leben Schalke schlagen könnte. Ja. Ich glaube, da sind wir nicht die richtige Zielgruppe. Nee, wobei die Sonja ist ja jetzt hier auch E-Sportlerin. Ja, also die hat ja den Pokal schon geholt, glaube ich. Ja. Bisschen übertrieben, aber so. Du hast neulich PS4 jetzt. Du hast neulich irgendwie ein Bild verteilt, wo ein Wiener Spieler einen Pokal hochhält. Ja, natürlich. Ja, erstmal DFB-Pokal gewonnen, klar. Ja. Und jetzt mal so ein bisschen den Karrieremodus angeworfen, aber ich habe so lange wirklich nicht mehr FIFA gespielt. Ich muss da erstmal wieder richtig reinkommen. Ja, für den Pokalsieg hat es ja schon gereicht. Da war das noch irgendwie. Ja, gut, da Cheats war natürlich so in der leichtesten Stufe irgendwie, um überhaupt mal wieder reinzukommen, mal wieder dort. Ach, das war die leichteste Stufe. Ach so. Ja, er muss ja irgendwo anfangen, ja. Das ging aus dem Bild jetzt nicht hervor, ja. soll ich reinschreiben, hier irgendwie gegen Einbeinige geholt oder was? Vielleicht gibt es dann das nächste Mal einen kleineren Pokal dann einfach nur. Gegen Friedhelm Funkel den Pokal gewonnen. Ja, gut. Das hat ja nun so ziemlich jeder schon geschafft. Gut, okay, dann lassen wir das auch an dieser Stelle. Nein, wir schauen uns den einfach bei anderer Gelegenheit nochmal genauer an, weil hätte ich gewusst, dass wir jetzt über den sprechen, hätte ich mir das Video auch genauer angeguckt. Ich habe mir auch gar nicht angeguckt. Wir haben das über Facebook geschickt bekommen von einem aufmerksamen Zuhörer. Ja. Und ich glaube, wir befassen uns da einfach noch einmal richtig mit, weil wir hatten das letzte Mal so viele Fragen noch. Ich glaube, so ein paar werden da beantwortet in dem Video, aber wir befassen uns da einfach nochmal komplett mit. Und dann machen wir auch holen uns da mal alle Hintergründe ein. Vielleicht schaffen wir es ja mal in der Länderspielpause, dass wir da mal vorstellig wurden. Wir haben sowieso noch diverse Interview-Ideen. Ja, unbedingt. Das ist halt natürlich alles nur so ein zeitliches Thema. Wobei, wir die Sonja könnten wir eigentlich mal vorschicken. Naja, mal gucken. Ich kann fast immer, wenn ich nicht gerade in Berlin bin. Das müssen wir hier mal in unserer Redaktionskonferenz hier mal besprechen. Da wird jetzt mal der Chef gefragt, wie das Budget aussieht. Ja, das Budget braucht es auch noch. Ich kann dir ein Aufnahmegerät leihen. Reisekosten, hallo, der Hallberg ist am Arsch der Heide. Ey. Die sind doch regelmäßig in der Britta Arena. Naja, so regelmäßig jetzt auch nicht. Naja, ab und zu. Okay, egal. Was haben wir sonst noch? Wir haben noch hier ich würde sagen, wir sind auch schon wieder Richtung 2-Stunden-Marke. Dann bringen wir jetzt noch unsere Hassrubrik. Und da darf der Micha was hassen. Darf ich? Bitte schön. Du musst? Mein Hass hat sich etwas abgekühlt. Ist schon länger her. Aber, ich erzähle trotzdem erstmal die Geschichte. Die ist ja schon mal sehr empörend. Es ging um das, wir sprachen ja schon davon, dass jetzt noch diese WM Quali-Spiele sind, beziehungsweise die Playoffs, wo es die letzten Tickets gibt für die WM in Russland nächstes Jahr. Es gab jetzt im Vorfeld dessen schon sozusagen die asiatischen Playoffs, wo der Teilnehmer gesucht wurde, der dann in den Playoffs gegen Südamerika noch sein Glück versuchen darf. Mhm. Und dann kommt ja noch erschwerend hinzu, dass bei den asiatischen Playoffs ja Australien mitmacht. Ja, die sind ja seit einigen Jahren in der asiatischen Konföderation, oder wie heißt das? Genau, ja. Die spielen auch, Entschuldigung, der asiatische Vertreter spielt gegen den mittelamerikanischen. Mhm. Das war jetzt, ist glaube ich auch der Grund, weshalb Australien in der Asiengruppe mitmacht, weil der Ozeanien-Vertreter immer gegen den Südamerika-Vertreter spielt, was in der Regel dann schlecht ist für den Ozeanien-Vertreter. Auf jeden Fall hat Australien gegen Syrien gespielt. Mhm. Schon peinlich genug, dass die Australier sich nicht direkt qualifiziert haben, aber gut. Und da gab's dann auch tatsächlich nach Hin- und Rückspiel nochmal eine Verlängerung, weil beide Spiele 1-1 ausgingen. Und da hat dann der, ich glaube, mittlerweile 37-jährige Tim Cahill, dort auch etwas überraschend in der Startelf stand und der auch schon das erste Tor gemacht hat, der hat dann das 2-1 gemacht in der Verlängerung, ein Kopfballtor. Und danach war die Aufregung etwas größer, weil er dann den Torjubel dazu benutzt hat, um Werbung zu machen für ein Reiseportal, bei denen er unter Vertrag steht.
Und ja, was, also das ist halt sowas. Wie hat er das gemacht? Jetzt nur diese, wenn man jetzt nur die, ja genau, das ist jetzt genau der Punkt. Also wenn man jetzt nur diese Meldung sieht, ja, also sprich, ein Fußballer benutzt die Aufmerksamkeit, die ihm ja die Kamera dann gibt, beim Torjubel, um Werbung zu machen. Also ein Torjubel ist ja was total Emotionales. Man freut sich da ja über ein erzieltes, über ein erzieltes Tor. Und gerade in so einem wichtigen Spiel, wo es ja dann auch, wo eine ganze Nation dir die Daumen drückt, ja, da dann so einen Scheiß zu machen, ja. Wie sah der Torjubel denn aus? Kannst du es kurz beschreiben? So, und das ist jetzt genau der Punkt. Ich habe da überhaupt nichts gesehen. Ich habe mir dieses Video angeguckt, habe mir 5 Minuten die Zusammenfassung von diesem Scheißspiel angeguckt, und um diesen Torjubel dann zu sehen. Und zumindest da war überhaupt nichts zu sehen. Also der hat halt, nachdem er getroffen hat per Kopf, das war eine Flanke, er hat ihn reingeköpft, und dann ist er dann losgelaufen und hat dann irgendwann so ein bisschen so die Arme ausgebreitet, wie so ein Flugzeug, was ja mitunter normal ist, ja. Und dann war aber auch schon da so eine Spielertraube und die haben sich halt gefreut. Und dann ist er nochmal so zum Publikum an den Ring und hat so sein, die Hand so ans Ohr gehalten, so nach dem Motto, ich will mal hören, was ihr so jetzt von euch gebt. Und von dem, was die Zeitungen berichtet haben, habe ich jetzt in dieser Zusammenfassung gar nichts gesehen. Es kann natürlich sein, dass sie das jetzt auch so zusammengeschnitten haben, dass das bewusst nicht drin ist. Okay. Was soll er denn? Also er hat da mit seinen Händen ein T geformt. Vielleicht wollte er auch also einen diesen Flugzeug-Move gemacht und dann hat er wohl mit seinen Händen ein T geformt, was man ja relativ einfach machen kann. Ja. Und dieser Sponsor ist Triple Deal oder so. Und die haben wohl so ein T als Logo und die haben das dann auch direkt gepostet, so nach dem Motto, ach, wir freuen uns für unseren Repräsentanten Tim Cahill und seht ihr, ja, also nach dem Motto, wie cool er da auch für uns da Werbung gemacht hat oder irgendwie so. Die haben dann dieses Posting wohl auch wieder gelöscht, weil man auch gerade im Dress der Nationalmannschaft halt keine Werbung machen darf. Und der Niklas Bentner dann auch schon mal bestraft wurde, da weil er da irgendwelche Unterhosen gezeigt hat, beim Torjubel. Die legendäre oder Penny Power oder Box. Ja, ja, genau. Das war und, irgendwie so ein Werbeanbieter, ja, Wettanbieter. So, ne? Genau so, ja. das war glaube ich sogar bei einer WM auch, als er das gemacht hat. Mhm. Ja, und gut, also wie gesagt, wie auch immer das jetzt war, ich meine, der Aubameyang hat da ja auch mal diesen Scheiß mit der Maske da gemacht, diesen Kindergeburtstag. Das war da am Ende dann irgendwie Nike-Werbung eigentlich nur, ne? Ja, also ich sag mal, ich meine, klar, es gibt auch, also man kann da ja auch sich, es gibt da ja mittlerweile auch so Choreografien, auch gerade so in, hier, kennst du dich ja aus, Sonja, da in, ich glaube, in Dänemark oder irgendwo im Norden, die haben da so ein paar coole... Diese furchtbaren Isländer, die immer so Isländer waren das, stimmt. Ach so, ja, die dann so einen Angler gemacht und sowas. Ah, oh, da habe ich die Krise gekriegt. Das ist, da musst du doch, wenn du das als Trainer siehst, da denkst du doch, Alter, trainiert doch mal in der Zeit, in der ihr euch so kacken Torjubel ausdenkt, genau. Ey. Ja, also wie gesagt, aber das ist ja durchchoreografiert. Ja, genau, das ist ja dann zumindest noch irgendwo ein bisschen lustig, auch wenn ich mich dann auch verarsche. Nee, das finde ich auch total scheiße. Ich käme mir auch verarscht vor auf dem Platz, wenn ich den Scheiß mit ansehen müsste als Gegner, aber und als Fan hätte ich darauf auch keinen Bock, aber dann halt auch noch dann Sponsor zu würdigen, das ist halt so ein totaler Kommerzscheiß. Ja, der halt ja, also das komplette Gegenteil für das steht, was ich dann da empfinde, ja, wenn man so denkt, so geil, wir haben noch eine Chance zur WM zu fahren und dann macht er da so einen Sponsor-Move. Also das ist halt, ja, das hat mich dann, vor allem, wenn du überlegst, wer das macht, also Tim Cahill ist jetzt nicht irgendwer und Niklas Bentner genau. Muss auch nicht für einen Sponsor irgendwie die Hose runterlassen, also die haben es ja auch so. Das sind ja jetzt nicht irgendwelche Hinterbänkler-Spieler, die dann mal einmal groß auftrumpfen und das genau nutzen. Das sind ja gestandene Spieler, die auch genug Geld genau mit ihrem Spiel machen, ja, die sowas eigentlich überhaupt nicht nötig haben. Ja, und das ist halt, also ja. Und gut, jetzt müssen sie ja nochmal gegen Honduras ran. Ja, zumal die Australier waren ja eigentlich immer so ein sympathischer Haufen bei so Großturnieren, aber das wirft dann doch seine Schattenseiten. Da. Hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen dafür, Tim Cahill? Ja, angeblich würde die FIFA da ermitteln, aber gut, das ist ja auch immer so eine Sache, wenn die da ermitteln.
Ja, wenn da erstmal vielleicht die Ethikkommission der FIFA ja. tagt. Ja, dann ist alles vorbei. Ja, ja. Genau, schön mit Koks und Nutten tagen sie mal ein bisschen. Und vor allem, wenn die FIFA dann guckt, dass da irgendwas, dass da irgendeiner was macht wegen Geld. Ja, und da die Geld annimmt, was er eigentlich nicht hätte kriegen sollen, das ja, und da das, müssen die einschreiten, ja. Das muss alles eigentlich andererseits werden die einschreiten, weil die haben ihre festen Sponsoren bei solchen Events und wehe, da kommt dann jemand anders dazwischen. Ja. Genau. Vielleicht wollte er auch einfach nur das T für Tim zeigen, ich weiß es nicht. Ja, so wie bei uns damals, wer war das? Zlatko Janic, der das A für Abraham gezeigt hat. Deswegen auch irgendwie ganz schön Ärger bekommen hat. Ja. Genau, aber ja, ich denke, er wird es vielleicht dann doch nicht nochmal machen. Und mich würde tatsächlich interessieren, wie das in Australien aufgefasst wurde. Da habe ich mich jetzt weiter nicht informiert, ob das Wellen geschlagen hat. Aber ich denke mal, auch da fanden die meisten das dann eher nicht cool. Ja, kannst du eigentlich jetzt nur so lösen, dass du jetzt irgendwie da, was auch immer er jetzt da von dem Reisebüro bekommen hat, da von dieser Firma irgendwie an Prämie oder sowas, das kannst du jetzt nur einem guten Zweck zuführen, um das jetzt halbwegs wieder irgendwie zu sortieren. Ne? Ich mein, ja. Aufbauhilfe in Syrien vielleicht, aber ja. Nee, ansonsten kannst du halt auch für die nächsten zwei Spiele sperren. Wäre auch was. Ja. Nee, also klar, man muss es jetzt, aber was mich eigentlich dann auch nervt, wenn man, da kann man jetzt auch mal die Journalistin fragen, also wenn man, das Ding ist ja auch, wenn das jetzt keiner beachtet hätte, er macht einfach seinen Torjubel, wenn keiner drüber gesprochen hätte, dann hätte ich diesen Artikel wahrscheinlich auch, also hätte ich natürlich auch keinen Artikel gehabt, den ich hätte lesen können. Ne? Also allein dieses, natürlich ist die Presse auch dazu da, um zu berichten, aber klar, die suchen das ja dann auch. Die suchen dann ja wieder, da ist vielleicht ein Skandal und da können wir nochmal was da schreiben. Da würde ich dir jetzt entgegnen, das ist halt auch eine Geschichte. Also der macht so ein wichtiges Tor und das ist so ein emotionaler Moment. Und dann kommt da irgendwie seine Kumpelagentur um die Ecke und postet das. Das ist ja für alle sichtbar. Und irgendwer sieht das und denkt, Moment, hat er jetzt da irgendwie Werbung gemacht? Und dann gehst du natürlich da hinterher, dann ist das eine Geschichte. Ja gut, ja stimmt. Dadurch, dass natürlich die Firma das auch postet. Ja klar, dann ist es sowieso also, schon eine Geschichte. Es ist ja jetzt nichts, was man sich selber konstruiert hat, dadurch, dass es eben diesen Post. Nee, aber wenn man halt, ist ja wie mit der AfD, wenn man denen halt nicht die Aufmerksamkeit gibt, dann sind sie auch nicht so in der Öffentlichkeit, ne? Ja gut, aber du weißt, wie es beim Fußball ist. Ja, da hat jede noch so kleine Geschichte ausgegraben und da finde ich, ist das jetzt keine der schlimmen Geschichten, die man irgendwie ausgräbt, weil es ist ja alles da. Ja, aber das ist ja dann auch wieder nervig, ne? Dass Fußball mittlerweile so stark in der Öffentlichkeit steht, dass jeder Furz da groß berichtet werden muss. Ja, und Sky ist immer noch wieder auf der Suche nach dem nächsten Supertransfer und streut irgendwelche hanebüchenen Gerüchte für jeden. Ja. Aber gut, das ist jetzt schon wieder eine andere Hassrubrik. Genau, aber ich denke, das sind ja bald alles solche Details, die es halt auch vielen gerade so ein bisschen schwer machen. Also ich nehme mich da ausdrücklich mit ein. Auch bei mir ist so eine gewisse Müdigkeit die letzten Jahre so hochgekommen, wo ich bei vielen Sachen einfach nur denke, ach du, lass mich in Ruhe. Ja, aber ganz konkret ist mit dem Torjubel, das ist auch was mich schon länger stört. Also Aubameyang habt ihr ja auch angesprochen und diese Isländer und ich finde, da steckt auch immer so eine Arroganz dahinter, finde ich. Wenn du so sozusagen ein Tor planst, der legt irgendwo eine Maske hinter das Tor oder diese Isländer, die überlegen sich da, wie können wir mal so tun, als würden wir einen von uns angeln und dann sieht es lustig aus und so. Ein Tor ist ja irgendwas, was in so einem Spiel dann irgendwie auch spontan passiert und auch irgendwie in die Situation passen muss oder so. Und dann fängst du da auf einmal an, irgendwas Choreografiertes aufzuführen, irgendwie so ein Theater, was du einstudiert hast. Und da ist mir einer lieber, wie wo wir es jetzt von ihm hatten, Di Santo, der dann halt, weil er ewig nicht getroffen hat, einfach da fast zusammenbricht und sich einfach so irre freut und so erleichtert ist. Das ist was Echtes in dem Moment. Und das hat man ihm ja auch angemerkt. Der hat uns da nichts vorgespielt. Das war auch nicht so geplant. Ja. Der war einfach nur echt happy und irgendwie fertig und alles und das hat man ihm angemerkt, das hat man ihm auch abgenommen. Aber das ist auch schon eine lange Diskussion, ne? Also ich erinnere mich so in den 90ern, da ging mir Stefan Kunz furchtbar auf den Zeiger mit seinem Säge Torjubel, wenn er da immer da so gekniet hat und da diese Säge gemacht hat. Gibt diese ganzen Idioten, die alle ihren Ehering küssen oder so. Ja.
Was heißt hier? Hey, lass aber, mal aber Janke jetzt in Ruhe. Hey, ja, oh, da bin ich wieder an die Bayern-Fans jetzt, geraten. Jetzt hier ist aber genug. Ja, genau. Ja, gibt's aber gleich so mal ganz andere Hassrubrik. Ja, irgendwie auch, Kiesling, der irgendwie auch immer sein Tattoo irgendwie küsst oder so. Ja. Ja, oder irgendwie, wer war das damals? Mladen Petritsch, der dann immer irgendwie da so einen Pfeil abgeschossen hat und so ein Quatsch. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das hast du ja immer mal wieder. Da wünscht man sich doch Gerd Müller zurück, der dann irgendwie einen so einen kleinen Hopser gemacht hat. Einmal kurz in die Luft springen. Genau, ja, so diesen drolligen kleinen Hopser irgendwie so, yay, guck mal. Wenn dann noch keiner zum Jubeln da ist, macht er noch einen und dann genau. Spätestens dann sind die Mannschaftskollegen da. So, und dann, nee, jetzt aber wieder hier Anpfiff, weiter geht's. Ja. Ja. Das ist das Geilste von den Zusammenfassungen von Spielen von früher oder wenn man da nochmal was sieht, abgesehen von den coolen Hosen, die sie anhatten, dass diese wirklich dieses Torjubel, alle, wenn sie ein Tor machen, machen sie diesen kleinen Hopser nach oben. Also ja. Nicht nur Müller, das waren ja wirklich fast alle. Ja, ja. Das war dieser bei dem klassische, hat man es halt am meisten gesehen. Ne? Weil, oder wenn sie sich richtig raus, freuen, dann auch mit Absprung mit beiden Beinen gleichzeitig, so also die Hacken nach oben gerissen. So. aber ich finde die Kommentatoren halt genauso. Ja, weißt du, dann hörst du irgendwie so Beckenbauer auf Müller, Müller, Tor. Es ist ja heutzutage, wird ja gebrüllt, wenn irgendwie ein Pass über 5 Meter an der Mittellinie ankommt. Ja, oh, ja gut, jetzt Kommentatorenbashing, das wäre jetzt die nächste Kategorie. Ich glaube, das das spielt ja alles mit da rein, irgendwie so, dass alles so völlig überdreht wird und dass dann der Torjubel halt auch ein Teil davon wird, ja klar. Ja. Ja. Ist leider nur logisch, aber es regt mich genauso auf wie Micha. Genau, also ich habe, wo es halt passt, ist halt bei der NFL, ich gucke ja auch gern Football und da war tatsächlich auch so so Gruppen-Celebrations oder halt das Feiern eines Touchdowns war da von der Liga auch verboten dann, weil das auch dann Ausmaße angenommen hat. Das finde ich gut. Dass sie da einen Riegel vorgeschoben haben und jetzt haben sie das wieder so ein bisschen gelockert. Also dass so kleinere Sachen, die jetzt den Gegner nicht verhöhnen, jetzt wieder erlaubt sind. Also das wahrscheinlich, war dann halt weil sie was für ihren Imagefilm für vor der Saison brauchen oder so. Genau, aber ich finde auch, also klar, Football ist jetzt eh nochmal ein bisschen mehr Show als Fußball und das ist auch gut so, dass das eine so ist und das Fußball eher das Althergebrachte und und da brauchst keinen affigen Torjubel und schon gar keinen durchdachten mit Hintergedanken und kommerziellen. Gut. Jubel. Auf diese Hass ist ausbaufähig, Note, aber ist da. Das ist schon mal gut. Auf diese besinnlichen Note würde ich dann mal Folge 16 von Niemals Erste Liga beschließen wollen. Sofern ihr jetzt nicht noch irgendwelche berühmten Schlussworte anbringen möchtet. Die berühmten Worte haben wir so einfließen lassen jetzt heute. Du könntest jetzt das am Schluss sagen, was du sonst normal am Anfang sagst, weil du hast es nämlich nicht erwähnt. Der Podcast, der sich mit dem SVW in Wiesbaden und manchmal auch im Fußball kümmert, meinst du das? Richtig. Und ja, ich habe gedacht, unsere Zuhörer kennen das mittlerweile, das muss ich nicht mehr jedes Mal sagen. Aber wenn wir schon bei den großen Wiederholungen sind, ihr findet uns natürlich auf stehblock.de. Auf Twitter sind wir alle drei vertreten. @Stehblock, beziehungsweise @SonjaRiegel, beziehungsweise @Weberer. Und was haben wir noch? Facebook haben wir noch. Wie heißt man denn bei Facebook? Auch Stehblock, ne? Genau. Ja. Und auf YouTube gibt's auch unseren Kanal, wo ihr auch hier diese Folgen findet. Und ich kündige schon mal an, demnächst kommt was Neues auch zum Gucken auf YouTube. Nee, ich kündige es nicht wirklich an. Ich mache euch jetzt nochmal total heiß und das werde ich wahrscheinlich jetzt irgendwie in der Länderspielpause nächste Woche. Da kommt ein längerer Beitrag und dann kommt auch ein Filmchen dazu und da könnt ihr mal total gespannt sein. So. Das bin ich jetzt aber auch. Genau. Das könnt ihr auch mal alle schön sein. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns so in ein paar Wochen wieder. Auf jeden Fall nach dem Hessen-Pokal. Vielleicht sind auch noch ein, zwei weitere Ligaspiele bis dahin ins Land gezogen. Und bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.